Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserem diesjährigen, ganz besonderen Dies Academicus in der Allerheiligen Hofkirche hier in der Residenz im Herzen Münchens. Unser heutiger Festakt anlässlich des Jubiläums zum 50-jährigen Bestehen der Universität der Bundeswehr München wird, und zwar, Sie sehen es, aufgrund des begrenzten Platzangebotes hier zusätzlich auch digital ins Audimax auf unseren Campus in Neubiberg übertragen. Das freut mich sehr, da auf diese Weise alle interessierten Universitätsmitglieder an dieser Feierstunde teilhaben können. Daher von mir ein ganz herzlicher Gruß nach Neubiberg. Grüß Gott. Liebe Gäste, ein Festakt lebt durch Vielfalt und gewinnt durch überschaubare Dauer. Bitte sehen Sie es mir daher nach, dass ich die Begrüßung etwas kompakter gestaltet habe und nicht alle geladenen Gäste namentlich nennen kann. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Staatssekretär Hilmer aus dem Bundesministerium der Verteidigung, der in Vertretung für Herrn Bundesminister Pistorius gekommen ist. Herrn Staatsminister Blume aus dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst als Vertreter der Bayerischen Staatsregierung. Aus dem Bayerischen Landtag Herrn Vizepräsidenten Heubisch und mit ihm alle Abgeordneten. Und von der Landeshauptstadt München, Herrn Stadtrat Zschäfer, der Herrn Oberbürgermeister Reiter vertritt. Ein ebenso herzlicher Gruß ergeht an Herrn Ersten Bürgermeister Padella aus unserer Sitzgemeinde Neubiberg, mit der wir seit Gründung der Hochschule im Jahr 1973 auf das Engste verbunden sind. Ein ebenso herzlicher Gruß ergeht an Frau Ganzmüller-Maluche in Vertretung des Münchner Landrats und alle weiteren anwesenden kommunalen Vertreter und Bürgermeister. Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Schober, den Präsidenten der Regierung von Oberbayern und mit ihm alle weiteren Behördenvertreter begrüßen zu dürfen. Mein besonderer Gruß gilt Frau Dr. Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Ehrendoktorin unserer Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften, die unserer Universität und der Bundeswehr insgesamt seit langem sehr verbunden ist. Lassen Sie uns einen Moment innehalten. Wir alle sind tief bestürzt über die schrecklichen Vorkommnisse in Israel. In Gedanken sind wir bei allen Opfern und ihren Angehörigen. Nun heiße ich unseren heutigen Festredner, Herrn Dr. Busch, willkommen, den Vorstandsvorsitzenden des deutschen Weltkonzerns Siemens und Vorsitzenden des Universitätsrates der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Es ist uns eine große Ehre, dass Sie sich die Zeit nehmen, um heute hier zu sein und gleich zu uns sprechen werden. Haben Sie vielen Dank. Ich darf ganz herzlich bitten, ab sofort Sammelapplaus ganz am Ende vorzusehen, weil sonst meine mühsam kontaktierte Begrüßung wieder in die Länge gezogen wird. Aus unseren befreundeten Partnerländern begrüße ich ganz herzlich alle anwesenden Angehörigen des Konsularischen Korps. Besonders begrüßen darf ich auch unseren bekannten Alumnus und ehemaligen ESA-Astronauten, Herrn Brigadegeneral AD Dr. Reiter. Mein herzlicher Gruß gilt den Inspekteuren der Streitkräftebasis und des Cyber- und Informationsraums, Herrn Generalleutnant Schelleis und Herrn Vizeadmiral Daum und mit Ihnen allen anwesenden Generalen, Admiralen und allen Vertreterinnen und Vertretern der Bundeswehr und der evangelischen und katholischen Militärseelsorge. Aus dem BMVG heiße ich Herrn Ministerialdirigenten Moritz, den Leiter der für uns zuständigen Unterabteilung Personal 1, besonders willkommen. Ebenso Herrn Ministerialrat Leuxner und Frau Ministerialrätin Kandler sowie alle weiteren anwesenden zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem BMVG und aus den Bundeswehrdienststellen. Gerne hätte ich ganz besonders herzlich Herrn Präsidenten Beckmann von unserer Schwesteruniversität in Hamburg begrüßt. Leider hat er mir mitgeteilt, dass ihn die Lufthansa im Stich gelassen hat und er am Flughafen in Hamburg gestrandet ist. Er ist in Gedanken dabei. Von Universität Bayern e.V. begrüße ich den Vorsitzenden, Herrn Präsidenten Leible, und mit ihm alle anwesenden Präsidentinnen und Präsidenten, Vizes und Kanzler der bayerischen Universitäten. Ebenso willkommen heiße ich die zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft, die heute hier sind. Aus den Reihen unserer Universität begrüße ich Herrn Dr. Pachter-Reihhofen, den langjährigen Vorsitzenden unseres Universitäts- und Verwaltungsrates, der heute eine ganz besondere Ehrung erhält, seinen Nachfolger Herrn Dr. Schirmer und den stellvertretenden Vorsitzenden des Universitäts- und Verwaltungsrates, General AD Schneiderhahn. Mein herzlicher Gruß gilt den Mitgliedern des Leitungsgremiums, meinen Vizes Professor Borkhoff, Professor Kraus, Professor Renner und Professor Siebert, meinem Kanzler Rapp und dem Leiter des Studierendenbereichs, Oberst Henkelmann. Außerdem begrüße ich die anwesenden Mitglieder der erweiterten Hochschulleitung, des Senats und mit ihnen alle Universitätsmitglieder aus dem akademischen Bereich, der Verwaltung und dem militärischen Bereich und natürlich ganz besonders unsere Studierenden. Mein herzlicher Gruß gilt meiner Amtsvorgängerin Merit Nihus, meinen Amtsvorgängern Rudolf Abenhaus und Jürgen Freiherr von Krüdener, unserem ehemaligen Kanzler Herrn Lerch und dem früheren Leiter Studierendenbereich Herrn Oberst AD Adelmann. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie als ehemalige unserer Universität weiterhin verbunden bleiben und heute gekommen sind, um unserem Festakt beizuwohnen. Ich heiße die Kollegen Gebecken und Masala willkommen, die heute mit dem Ulrich-L.-Rode-Preis für exzellente Forschungsleistungen ausgezeichnet werden. In Vertretung von Herrn Prof. Dr. Ing. Dr. H.C. Mult, Ulrich Rode, Ehrensenator unserer Universität und Honorarprofessor an der Fakultät für Informatik, der leider heute nicht hier sein kann, begrüße ich Frau Maas. Der Rode-Stiftung danke ich für die großzügige Wissenschaftsförderung. Besonders begrüße ich den Vorsitzenden des Vorstands der Versicherungskammer Bayern, Herrn Prof. Dr. Waltes, der als Honorarprofessor an der Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften lehrt. Last but not least ein herzliches Grüß Gott an meine Kollegin Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und Vorsitzende des Freundeskreises unserer Universität, die dankenswerterweise die Moderation übernommen hat und uns durch die Veranstaltung führen wird. An dieser Stelle darf ich allen, die durch ihren Einsatz den heutigen Festakt und die Erstellung der Festschrift erst möglich gemacht haben, außerordentlich danken. Insbesondere auch der Bayerischen Schlösserverwaltung aus Hausherren für ihre Gastfreundschaft und der Big Band unserer Universität für die großartige musikalische Begleitung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit unserem heutigen Festakt feiern wir 50 Jahre Universität der Bundeswehr München.
Das ist im Vergleich mit den zahlreichen altehrwürdigen Universitäten in Europa eine denkbar kurze Zeitspanne. Wir können also nicht auf eine lange akademische Tradition zurückblicken, verfügen aber über eine gehörige Portion an Elan und Innovationskraft. Denn der akademische Reformgedanke der 1960er und 70er Jahre war Pate bei der Gründung der Hochschulen der Bundeswehr in Hamburg und München im Jahr 1973. Unser Sitzland Bayern stand der Gründung einer Bundeswehrhochschule zwar grundsätzlich positiv gegenüber, die Abstimmung der Kompetenzverteilung zwischen Bayern und dem Bund führte aber dazu, dass der Weg bis zum Anerkennungsbescheid Bayerns im August 1973 nicht ganz einfach war. Die Hamburger waren schneller, diesmal. Umso mehr freut es mich aber, dass der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst in seinem Geleitwort zu unserer Festschrift an unterschiedlichen Stellen attestiert, dass wir die bayerische Hochschullandschaft auf einzigartige Art und Weise bereichern, etwas ganz Besonderes und unverzichtbar für Bayern sind. Verehrte Gäste, lassen Sie sich nun von mir auf einen kurzen Streifzug durch die letzten 5 Jahrzehnte begleiten. Details dazu finden Sie in unserer Festschrift, die Sie alle als kleines Andenken heute mit nach Hause nehmen können. Im ersten Jahrzehnt entstand eine neue Hochschule. Bereits im Laufe der 1960er Jahre setzte sich im Bundesministerium der Verteidigung und der westdeutschen Politik nach und nach die Erkenntnis durch, dass die Bundeswehr ein akademisch gebildetes Offizierkorps benötige. Aber erst der damalige Verteidigungsminister Helmut Schmidt ergriff 1970 die Initiative und konnte das Projekt der Gründung zweier Hochschulen der Bundeswehr in vergleichsweise kurzer Zeit politisch realisieren. Die Intention war, die Offizierausbildung mit einem zivilen Studium wie an den Landesuniversitäten zu akademisieren, die zukünftige Führung der Bundeswehr auf diese Weise besser in die Gesellschaft einzubinden und die Attraktivität des Offizierberufes zu steigern. Das ist heute wichtiger und gültiger denn je. Helmut Schmidt dachte visionär. Sein Ziel war ein hochgestecktes, denn er plädierte von Anfang an nachdrücklich dafür, dass diese Hochschulen in die Spitzengruppe der deutschen Hochschullandschaft streben sollten. Der Studienbetrieb an der Hochschule der Bundeswehr München startete zunächst übergangsweise in der Städtenkaserne, die im Bohemviertel Schwabing lag. Erst mit der Fertigstellung der Neubauten wurden alle Studiengänge zum 1. Oktober 1975 nach Neubiberg verlegt. Herr Badella, ein großes Glück. Das zweite Jahrzehnt war geprägt durch die erfolgreiche Entwicklung der Hochschule zur vollwertigen Universität der Bundeswehr München, die vom Bayerischen Kultusministerium mit dem Promotions- und Habilitationsrecht ausgestattet und durch den Freistaat Bayern staatlich anerkannt war. Zudem musste die neue Universität sowohl ihre Rolle im Kreise der Landesuniversitäten finden, als sich auch gegenüber dem Bundesministerium der Verteidigung als doch sehr spezielle Dienststelle behaupten. Beides ist, wie ich meine, sehr gut gelungen. Aus diesem Jahrzehnt stammt auch die Amtskette, die ich heute tragen darf. Nach der Wiedervereinigung galt es, die Universität in ihrem dritten Jahrzehnt neu zu konstituieren und weiterzuentwickeln. Die Studierenden aus den neuen Bundesländern wurden rasch gut integriert und auf struktureller Ebene setzte die Universitätsleitung mit Erfolg die umfassenden Hochschulreformen von Bund und Ländern um. Dadurch wurde die Universität dynamischer und flexibler in ihren Entscheidungsprozessen. Auch die Forschung nahm an Fahrt auf. Besonders zu erwähnen ist auch, dass unser Alumnus Thomas Reiter als Astronaut den Weltraum eroberte und im Oktober 2001 die ersten zwei Soldatinnen das Studium an der Uni BWM aufnahmen. Den Besuch von Charles und Diana lasse ich ja mal weg. Das vierte Jahrzehnt war für unsere Universität ein Jahrzehnt des Aufbruchs. Einschneidende Reformen standen an. Mit dem Bologna-Prozess starteten 2007 die ersten Bachelorstudiengänge. Damit war die Uni BWM Vorreiterin in Bayern.
Um das vierjährige Intensivstudium bis zum Masterabschluss beneiden uns bis heute viele. Als weiteres Standbein neben Forschung und Lehre etablierte die Universitätsleitung die akademische Weiterbildung und gründete das Campus Advanced Studies Center CASC. Außerdem begannen wir, unsere besondere Stellung in der deutschen Hochschullandschaft mit unserem Profil Sicherheit in Technik und Gesellschaft zu schärfen. Das fünfte Jahrzehnt war gekennzeichnet durch markante Entwicklungen in Forschung und Innovation. Zur Weiterentwicklung unseres spezifischen Profils wurden Forschungsinstitute und Zentren eingerichtet, die wichtige gesellschaftliche Themen mit Sicherheitsbezug adressierten. Wohlgemerkt mit einem Sicherheitsbegriff mit einem ganz breiten Verständnis. Die Bandbreite reicht von Cyber Defense und Security über moderne Mobilität, kritische Infrastrukturen, Smart Health und Sensorik bis hin zur Weltraum- und Satellitenforschung. Darüber hinaus haben wir unsere Aktivitäten im Wissens- und Technologietransfer, insbesondere der Gründungsförderung, verstärkt und Founders at Uni BW zur Etablierung einer universitären Gründungskultur ins Leben gerufen. Die Covid-19-Pandemie hat uns, wie alle, gefordert, aber auch Positives bewirkt. Sie war Zwangsbeschleuniger der universitären Digitalisierung und hat unserer Forschung durch das aus Konjunkturmitteln des Bundes finanzierte, an beiden Universitäten der Bundeswehr angesiedelte Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr einen gehörigen Schub verliehen. Angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit und aufgrund unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Universität haben wir in diesem fünften Jahrzehnt auch begonnen, uns intensiv mit den Bereichen Nachhaltigkeit, Diversität und Chancengerechtigkeit auseinanderzusetzen. Meine Damen und Herren, 5 erfolgreiche Jahrzehnte liegen hinter uns. Aber wir müssen uns stetig weiterentwickeln, um dem Titel unserer Festschrift gerecht zu werden und auch zukünftig an der Spitze des Fortschritts zu marschieren, wie es Helmut Schmidt bereits 1971 für die geplanten Hochschulen der Bundeswehr postuliert hat. Jetzt danke ich Ihnen fürs Zuhören, wünsche uns alle eine schöne Veranstaltung und darf Sie, liebe Frau Kollegin Münch, auf die Bühne bitten. Danke vielmals. Liebe Frau Präsidentin Kern, ganz herzlichen Dank, dass ich die ehrenvolle Aufgabe habe, das hier heute moderieren zu dürfen, wobei Sie in Ihrer Begrüßung ja schon gesagt haben, was eigentlich die Erwartungen an mich sind. Überschaubare Dauer. Also ich bemühe mich und wir alle bemühen uns. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, ich bin quasi das Bindeglied zwischen Bund und Land. Ich bin Mitglied der Universität der Bundeswehr seit 1999, Mitglied der Fakultät SOWI, dort aber seit 2011 von der Universität von den aktiven Diensten beurlaubt und freue mich, dass ich seither die aktive, zeitlich beschränkte, aber Beamtin des Landes, des Freistaats Bayern bin. Und das gibt dann auch schon den Hinweis, dass Föderalismus, Sie haben schon in Ihrer Begrüßung angesprochen, Föderalismus heute eine gewisse Rolle spielt. Wir haben nämlich zunächst 3 Grußworte und ich würde sagen, diese 3 Grußworte sind alle auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Aber wir fangen erstmal mit dem Verteidigungsministerium an. Ich freue mich sehr, Herr Staatssekretär Hilmer, dass Sie da sind und zunächst das Wort an uns richten. Vielen Dank. Ja, der ein oder andere, die ein oder andere hat sicherlich mitbekommen, wir beschäftigen uns im Verteidigungsministerium auch gerade mit Beschleunigung. Von daher beschleunige ich und nehme Frau Professorin Ihren Hinweis aus und überblätter die ersten 2,5 Seiten Begrüßung, heiße Sie alle aber umso herzlicher willkommen und freue mich vor allem sehr, hier heute die Ehre wirklich haben zu dürfen, zu Ihnen sprechen zu dürfen, in Vertretung unseres Ministers Boris Pistorius, der Sie sehr herzlich grüßen lässt und der aber in der nächsten Woche noch die Ehre haben wird, den großen Zapfenstreich für Sie auszurichten. Von daher sehen wir den einen oder anderen, die ein oder andere dann sicherlich auch wieder zu diesem ehrenvollen Anlass. Die Geschichte unserer Universitäten begann vor über 50 Jahren. Der damalige Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt erkannte, dass Offiziere ihren Aufgaben in der Landesverteidigung und der militärischen Absicherung der Demokratie auf Grundlage eines breiten akademischen,
Bildungsfundaments gerecht werden sollten. Sein Nachfolger Georg Leber hatte dann die Aufgabe, das umzusetzen und dies durchaus gegen Widerstände durchzusetzen und setzte dann eben auch alles daran, diesen Anspruch Realität werden zu lassen. Mit der Gründung der Universitäten der Bundeswehr in München und in Hamburg, in dieser Reihenfolge jetzt hier, ich weiß ja, wo ich hier bin, im Jahr 1973 sollte die Bundeswehr dann also eigene Hochschulen bekommen, um den besonderen Bedürfnissen der Offizierausbildung gerecht zu werden. Heute stellen wir fest, liebe Frau Professorin, alle Anwesenden, jawohl, dieses Ziel wurde und wird in hohem Maße erreicht. Sie bilden mit dem Offiziersnachwuchs kompetentes und fachlich qualifiziertes militärisches Personal aus, das Führungsaufgaben in der Bundeswehr übernimmt und zugleich auch gesellschaftliche Vorbildfunktion hat. Sie bieten aber auch Ihren Forschenden, und zwei werden ja auch noch ausgezeichnet heute, hervorragende Arbeitsbedingungen zur Stärkung der akademischen Souveränität Deutschlands. Das Spektrum, Sie haben es gerade ausgeführt, reicht dabei von den naturwissenschaftlichen Grundlagen über sozialwissenschaftliche Analysen bis hin zu teils akut benötigten technischen Innovationen. Nicht zuletzt bieten die Universitäten eine Plattform, in der die Wissenschaft mit dem Militär, aber auch mit der Gesellschaft und der Politik in den Dialog tritt. Beide Universitäten liefern damit auch einen wichtigen Beitrag zur Stärkung von Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung in Deutschland, Europa und der Welt. Vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte und den furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus müssen wir bei all dem in der Bundeswehr eine ganz besondere vergangenheitspolitische Sensibilität an den Tag legen. Der Offizier und militärische Vordenker Wolf Graf Baudissin hatte schon zu Beginn der 1950er Jahre das Konzept des Staatsbürgers in Uniform entwickelt, das den militärischen Dienst als Teil einer politischen Verantwortung begreift. Nur eine Bundeswehr mit Offizieren, die Friedenswahrung als ihre Aufgabe verstehen, wird auf den Respekt der zum Engagement für eine freiheitlich-friedliche Zukunft bereiten Jugend rechnen können. Zitat Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist der Rückhalt in der Bevölkerung für die Bundeswehr deutlich spürbar. Das liegt zuallererst an den Soldatinnen und Soldaten, die ihren Beruf als eine Berufung verstehen und vorbildhaft für die Landes- und Bündnisverteidigung einstehen. Gleichzeitig hat sich die globale Sicherheitsarchitektur in den vergangenen Jahren, ja Monaten auch, Tagen, muss man sagen, gravierend verändert. Als sicher geglaubte Gewissheiten müssen wir zunehmend in Frage stellen. Völlig neue Aufgaben sind zu bewältigen. Der brutale Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel, den wir auf das Schärfste verurteilen und bei dem wir entschlossen und voller Mitgefühl an der Seite Israels stehen. Unsere unerschütterliche Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit, die auch unsere ist. Die Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung und gleichzeitig das Wegbrechen ohnehin schon fragiler staatlicher Strukturen im Sahel inmitten Afrikas oder nicht zuletzt auch die jüngsten Spannungen auf dem Balkan. All diese Ereignisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und betreffen Deutschland und uns als Bundeswehr teils ganz unmittelbar. Beim Abzug aus Mali, bei der Bereitstellung von Material und Ausbildung für die Ukraine, der Frage von Unterstützung unserer Freundin Israel bis hin zur Aufstellung einer Brigade in Litauen zur Unterstreichung unserer neuen gelebten Verantwortung im Rahmen der Bündnisverteidigung. In dieser Phase, in der man völlig zu Recht und mehr denn je von ja, Zeitenwende sprechen muss und kann, sind die Universitäten der Bundeswehr unerlässliche Partner für die Bundeswehr und die Öffentlichkeit. Sie haben heute, auch das vielleicht mehr denn je, die Aufgabe, auch Antworten auf die komplexen Fragen dieser Zeit zu liefern, das Geschehen einzuordnen und somit für etwas mehr Klarheit in teils unübersichtlichen Zeiten zu sorgen. Unsere Soldatinnen und Soldaten, die Gesellschaft, Deutschland und damit wir alle können froh und stolz darauf sein, eine Institution wie diese zu haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute wollen wir deshalb feiern. Wir können nicht nur mit Stolz zurückblicken, sondern auch mit Zuversicht nach vorn. Ich gratuliere deswegen der Universität der Bundeswehr München ganz herzlich zu Ihrem Jubiläum und wünsche auch für die Zukunft alles erdenklich Gute und danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit.
sehr geehrter Herr Staatssekretär, ich darf mich auch im Namen der Universität der Bundeswehr, der Präsidentin, ganz herzlich bedanken. Sie haben eine Besonderheit unserer Universität angesprochen. Natürlich höchstes Niveau, akademisches Niveau. Das ist was Normales, muss es sein in einer Universitätslandschaft, in einer Forschungslandschaft. Aber dass man eben Studentinnen und Studenten in den Vorlesungen hat, in den Seminaren hat, die am Tag nach einem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eben mit einer anderen Wahrnehmung im Hörsaal sitzen, als es an anderen Universitäten der Fall ist. Dass wir eine Universität sind, wo einem Doktorandinnen oder Doktoranden aus der Zeit des Einsatzes schreiben und sagen, ich muss für ein halbes Jahr die Arbeit an meiner Doktorarbeit unterbrechen, weil ich im Einsatz bin. Das ist das Besondere an unserer Universität, diese Verknüpfung von beidem und damit eine ganz besondere Klientel, aber auch natürlich eine ganz besondere Herausforderung einerseits für die Studierenden, aber zum Teil natürlich auch für die Lehrenden. Auch darauf müssen wir uns natürlich immer wieder einstellen. Ganz herzlichen Dank. Ich komme zur zweiten Perspektive. Wir sind im Föderalismus und wir freuen uns sehr, dass wir ja zwei Häuser haben, die für die Universität der Bundeswehr zuständig sind. Das funktioniert meistens reibungslos, haben wir gehört. Ich kann es bezeugen. Wir freuen uns sehr, dass der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Herr Markus Blume, ein Grußwort an uns richten wird. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Münch, sehr geehrte liebe Frau Präsidentin Kern, Herr Staatssekretär, Herr Busch und jetzt mache ich es auch ganz kurz, liebe Freundinnen und Freunde unserer Uni BW. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite und zunächst mal einen ganz herzlichen Glückwunsch. 50 Jahre muss man auf der einen Seite erstmal schaffen und auf der anderen Seite dann so jung geblieben daherkommen. Ich bin noch nicht ganz 50, aber an mir hat der Zahn der Zeit erkennbarerweise schon stärker genagt als an der Uni BW. Also herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag. Wir sind dankbar und stolz auf diese Uni der Bundeswehr. Herzliches Dankeschön. Es ist Zeit zum Feiern und es ist überhaupt keine Spur von Midlife-Crisis hier im Raum, die man ja sonst in diesem Alter vielleicht vermuten könnte. Ganz im Gegenteil. Wir haben das schon gehört, auch bei der schwungvollen Begrüßung der Frau Präsidentin und auch beim Staatssekretär. Man hat noch viel vor. Und ich würde sogar sagen, wenn die Uni BW nicht schon erfunden wäre, dann bräuchte man sie gerade jetzt. Aber dann wäre es ehrlicherweise eigentlich auch schon zu spät. Und deswegen sind wir froh, dass wir sie haben. Und ich darf sagen, aus bayerischer Perspektive und Vertreter der bayerischen Staatsregierung, wir sind auch sehr froh und dankbar, sie in Bayern zu haben. Wir glauben aber auch, sie hat hier den richtigen Platz, meine Damen und Herren, weil Bayern nicht nur Bundeswehrland ist, sondern eben auch Wissenschaftsstandort Nummer 1 in Deutschland. Und deswegen ist die Uni BW natürlich hier richtig. Zeit, ja, Sie dürfen klatschen natürlich. Ja. Und trotzdem ist heute natürlich alles ein bisschen anders. Diese Uni BW, so richtig zuständig bin ich ja, glaube ich, nicht. Das haben Sie elegant umschifft. Das können wir nachher gerne noch vertiefen. Deswegen lassen wir uns wirklich auf den Nenner übereinkommen. Die Uni BW, sie ist einmalig. Einmalig in der Konzeption und in der Ausrichtung. Alles ist irgendwie ein bisschen anders. Es sind dort Staatsbürger in Uniform am Start. Man kann auch sagen, Akademiker in Uniform. Und ich finde das großartig, dieses Konzept. Das Studium ist anders organisiert, nicht in Semestern, sondern in Trimestern. Der Campus ist etwas anders und das kann ich wirklich gut beurteilen, weil ich quasi in Steinwurfnähe aufgewachsen bin und jede Früh praktisch auf die Uni BW schauen kann. Du kannst da nicht einfach so reinmarschieren wie an anderen Universitätsstandorten. Wenngleich ich sagen will, man kann dort trotzdem auch großartig feiern und großartige Partys erleben. Aber auch das ist schon lange her, jedenfalls bei mir. Diese Uni BW, sie ist einmalig. Von der Kleiderordnung bis zu dem ganz entspannten Umgang, den man dann trotzdem universitär pflegt, von der Art und Weise, wie akademische und militärische Ausbildung hier miteinander verknüpft sind und auch im Anspruch. Es ist aber nicht nur dieser besondere Status einer Bundesuniversität mit Anerkennung des Landes. Ich würde sagen, diese Uni BW, sie ist auch deswegen besonders, weil sie besonders innovativ ist. Ich möchte fast sagen, es ist
die intelligenteste Form der Landesverteidigung, meine Damen und Herren. Und es ist so dringend notwendig, wenn ich auf das schaue, was der Staatssekretär gerade ausgeführt hat. Intelligente Landesverteidigung, egal wo man hinschaut. Es geht los bei der Frage, was hält eigentlich westliche Demokratien, ein Thema von Ihnen, liebe Frau Professor Münch, heute im Inneren zusammen. Da wirken plötzlich Kräfte, die wir möglicherweise noch gar nicht komplett überschauen. Von außen, zum Teil aber auch von innen. Und hier mit klarem Blick und vor allem mit guter Analyse dann diesen Entwicklungen nachzuspüren und auch zu überlegen, wie man Resilienz stärken kann, ein wichtiges Thema, ein wichtiges Forschungsfeld bei Ihnen an der Uni BW. Es geht aber nicht nur um unsere Demokratie, um unser Staatswesen. Es geht auch um die Frage, wie können wir in einer Zeit von unglaublicher technischer Beschleunigung mithalten. Und für mich war immer klar, dass technologische Stärke auch eine Frage von militärischer Stärke und am Ende von Souveränität unseres Staatswesens ist. Und wo, wenn nicht an einer Uni der Bundeswehr, muss diese technologische Stärke auch weiterentwickelt und weiter betrieben werden. Und so freut mich außerordentlich, dass Sie unsere Forschungslandschaft in Bayern in ganz besonderer Weise und ohne Übertreibung bereichern mit 8 Forschungszentren, wo wir uns als Freistaat vielleicht sonst fragen würden, bräuchten wir das nicht selbst? Aber wir sind froh und dankbar, dass wir es mit der Uni BW eben haben. Und zwar in allen Feldern, die heute und häufig auch morgen den Unterschied machen. Die Frage, wer einen nutzbaren Quantenrechner baut, die wird in Zukunft natürlich wirtschaftlich von enormer Bedeutung sein. Aber logischerweise mit Blick auf schier unendlichen Rechenpower und Stichwort Kryptographie natürlich auch militärische Schlussfolgerungen und Fragen aufwerfen. Die Frage, wie wir künstliche Intelligenz nutzbar machen können, gewaltige wirtschaftliche Bedeutung, und zwar nicht irgendwann, sondern heute, lieber Herr Busch, jedes Unternehmen beschäftigt sich damit. Aber natürlich wird die Frage auch sein, haben wir in Europa, haben wir in Deutschland die Kompetenz selbst, vielleicht auch so eine Art allgemeine KI zu entwickeln und sind nicht auf andere Regionen, nicht nur Partner, sondern vielleicht sogar Rivalen angewiesen. Also auch da die Notwendigkeit, sich in diesen Technologien zu vertiefen. Und von dem Thema Luft- und Raumfahrt will ich gar nicht reden, weil es so selbstverständlich gelebt wird vor Ort in großer Partnerschaft mit der TU München und anderen. Also einmaliger Status, gleichzeitig intelligente Form der Landesverteidigung und zum Dritten auch besonders gutes Beispiel, was in dieser Zeit notwendig ist. Das geht los bei der Frage Campuswohnen. Bei Ihnen wird das schon immer gelebt. Andere Universitäten und Universitätspräsidenten, die ich hier sehe, die würden sich wünschen, dass es solche Modelle gibt, bis hin aber auch zu einem ganz entspannten Umgang von militärischen und zivilen Nutzbarmachungen von wissenschaftlicher Erkenntnis. Ich finde, die Uni BW ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass nicht Zivilklauseln der richtige Weg sind, sondern Dual Use von wissenschaftlicher Erkenntnis in einer Welt, meine Damen und Herren, wo wir bei der Sicherheit nie Zweifel aufkommen lassen dürfen. Und zu guter Letzt, diese Uni BW, sie ist für den Freistaat Bayern auch besonders attraktiv, so möchte ich das vielleicht formulieren. Denn anders als in den meisten anderen Fällen des Föderalismus, wo häufig das Gefühl jedenfalls bei uns ist, der Bund schafft an und die Länder müssen zahlen, ist es hier ehrlich gesagt andersrum. Der Bund zahlt, und ich bin sehr froh, dass Sie im Bundesverteidigungsministerium und nicht im BMBF resortieren, aus Gründen. Und wir so ein bisschen bei den Leitplanken jedenfalls mit dabei sein dürfen. Und klar ist, wenn der Bund mit einer Bildungseinrichtung an den Start geht, dann dauert es manchmal schon ein bisschen länger, bis man das alles ordentlich geprüft hat. Genau 8 Jahre hat es gedauert, bis sie dann die staatliche Anerkennung hier in Bayern hatten und das volle Habilitationsrecht auch anerkannt war. Aber seitdem würde ich sagen, geht das Ganze sehr störungsfrei oder viel positiver formuliert, sind wir wirklich dankbar für diese tolle Gemeinschaft, für dieses großartige Miteinander mit dem Bund, mit Ihnen im Kreise der Bayerischen Universitäten. Sie sind aus dem Kreis der Bayerischen Hochschulen und Universitäten nicht mehr wegzudenken. Wir möchten Sie nicht missen. Wir glauben, Sie haben den richtigen Standort dafür gewählt. Und deswegen dürfen Sie auch in Zukunft mit unserer vollen Unterstützung bei all Ihren Vorhaben rechnen. Und so darf ich schließen mit einem beherzten Ad multos annos. Alles Gute.
Herr Staatsminister Blume, ganz herzlichen Dank für Ihre wertschätzenden Worte, die alle Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch die Studierenden mit großer Freude zur Kenntnis nehmen, dass wir den Wettbewerb im wettbewerbsorientierten Freistaat Bayern beleben, erfreut uns sehr. Und wir machen das gerne auch in der Stadt München. Vielen Dank. Ich darf jetzt, ich hatte gesagt, 3 Ebenen Grußworte. Wir haben mit der Ebene des Bundes angefangen, waren jetzt beim Freistaat und ich erlaube mir jetzt den Weltall einzuführen, das Weltall, und darf Herrn Brigadegeneral AD Dr. Thomas Reiter ganz kurz vorstellen und mich schon jetzt für sein Grußwort bedanken. Herr Reiter hat eine große, intensive Verbindung über viele Jahre hinweg zur Universität der Bundeswehr. Er hat sein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik im Jahr 1982 als Diplom-Ingenieur abgeschlossen, war dann nach Einsätzen als Pilot der Luftwaffe ESA-Mitglied, war Mitglied für die ESA Mitglied von 2 Weltraummissionen, war ja mehr als ein Jahr insgesamt als Astronaut im All und hat, ich erinnere mich, einmal in den Audi Max aus dem All aus angerufen. Das war also schon sehr beeindruckend. Und ich weiß auch, dass Ihr Erlebnisbericht am Tag der offenen Tür bei den Besucherinnen und Besuchern der Uni BW besonders gut angekommen ist. Inzwischen ist Herr Reiter Dozent an der Universität der Bundeswehr im Fachbereich Raumfahrttechnik und ich freue mich sehr, die Präsidentin hat es vorher gesagt, ich darf seit kurzem Vorsitzende des Freundeskreises der Universität der Bundeswehr sein und es ist eine besondere Freude, Herr Reiter, dass Sie da auch Mitglied im Vorstand sind und ich darf Sie um Ihr Grußwort bitten. Ganz herzlichen Dank, Frau Professorin Münch, für die lieben einleitenden Worte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Professorin Kern, sehr geehrter Herr Staatssekretär Hilmer, sehr geehrter Herr Staatsminister Blume, meine Herren Generale und Admirale, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden. Ich denke, Sie können sich vorstellen, welch eine große Freude und Ehre als Alumnus, als ehemaliger Absolvent der Universität der Bundeswehr es für mich ist, heute ein paar Worte an Sie richten zu dürfen. Sie hörten es eben, der Abschluss meines Studiums der Luft- und Raumfahrttechnik lag im vergangenen Jahrhundert, Dezember 1982. Und Sie können sich sicher alle sehr gut vorstellen, wie sehr man als Alumnus bei einer solchen Gelegenheit mit Stolz und Dankbarkeit und mit wie viel guten Erinnerungen man an seine Studienzeit, die eigene Zeit an seiner Alma Mater zurückschaut. Sie merken es an diesen Worten, man vergisst natürlich auch, dass manche Dinge etwas stressig waren. Ich kann Ihnen versichern, auch wir mussten damals Prüfungen schreiben und natürlich gab es auch da ein bisschen Stress, aber all das verblasst natürlich im Rückblick. Dass ich heute vor Ihnen stehen darf, um stellvertretend für alle Alumni dieser bemerkenswerten Institution ein Grußwort zu sprechen, hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen. Mit der Gründung der beiden Universitäten der Bundeswehr wurde seinerzeit die Ausbildung von Offizieren um ein akademisches Element und somit auch das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform maßgeblich erweitert. Dazu haben wir vorhin schon einiges gehört. Und ich kann Ihnen versichern, dass genau diese Möglichkeit auch für mich seinerzeit ein ganz entscheidendes Kriterium war, um mich als Offiziersanwärter bei der Bundeswehr zu bewähren. Wie wertvoll die akademische Ausbildung an den Universitäten der Bundeswehr ist, beweisen die über 27.000 Absolventinnen und Absolventen, die seit hier nach ihrem Studienabschluss als Berufsoffiziere in unserem Land und darüber hinaus an so vielen Orten dieser Erde bis in die obersten Management-Ebene unserer Streitkräfte und die Präsenz der vielen Kameradinnen und Kameraden heute belegt das, die bis in die obersten, die als Zeitsoldatinnen und Soldaten nach Abschluss ihres aktiven Dienstes in einem weiten Spektrum von Aufgaben unsere Industrie unterstützen oder sogar selbst mit großem Erfolg Firmen gegründet haben oder an Firmengründungen maßgeblich beteiligt waren, von denen sich einige hier ganz in der Nähe befinden. Lassen Sie mich
einige Beispiele nennen. Die Molabo GmbH in Ottobrunn, die ganz besondere Elektroantriebe herstellt. Und hier hat ein Alumnus, Herr Florian Bacheibel, der sein Studium 2011 mit einem Master of Science in Mechatronik an der Universität der Bundeswehr abgeschlossen hat, diese GmbH mitgegründet. Oder die Firma Quantum Systems mit ihrem Hauptsitz in Gilching, welche intelligente Überwachungsdrohnen herstellt. Gründer dieser international sehr erfolgreichen Firma war Hauptmann AD Florian Seibel, der von 1999 bis 2015 als aktiver Soldat in der Bundeswehr diente. Und schließlich die Firma Vioma mit Sitz direkt hier in München, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Sicherheit von Satelliten im erdnahen Weltraum zu verbessern. Frau Dr. Luisa Brünhaas hat nach ihrer Promotion an der Universität der Bundeswehr auch dieses Unternehmen mitgegründet. Ja, und so ließen sich noch eine Vielzahl von beeindruckenden Karrieren im industriellen und ebenso im militärischen Bereich aufzählen, deren Ursprung alle an der Universität der Bundeswehr in München zu finden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hightech gewinnt nicht nur in unserem Alltag, sondern insbesondere auch in unseren Streitkräften immer mehr an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund stellt sich eben gerade auch die akademische Ausbildung an den Universitäten der Bundeswehr in einem neuen Licht dar. Sie ist für den aktiven Dienst der Soldatinnen und Soldaten von immer größerem, ich möchte sagen unmittelbarem Nutzen. Herr Staatsminister Blume, Sie haben das eben bereits schon so angedeutet. Und ich denke hierbei insbesondere neben dem Umgang mit hochkomplizierten Waffensystemen an solche Bereiche wie Cybersicherheit und Raumfahrt. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass in der Laufbahnplanung der Soldatinnen und Soldaten diesem Sachverhalt auch Rechnung getragen wird. Stichwort Raumfahrt. Zwei Absolventen des Studiengangs Luft- und Raumfahrttechnik dieser Universität haben es sogar geschafft, außerhalb unserer Atmosphäre zu fliegen. Oberstleutnant AD Klaus-Dietrich Flade arbeitete im März 1992 für eine Woche an Bord der russischen Raumstation Mir. Und ich selbst hatte sogar zweimal Gelegenheit, in den Weltraum zu fliegen. 1995 ebenfalls zur russischen Raumstation Mir und 2006 zur internationalen Raumstation ISS. Was ich in diesem Zusammenhang ganz besonders herausstellen möchte, ist nicht nur die Tatsache, dass wir während unseres Studiums mit all dem Handwerkszeug als Ingenieure, sondern eben auch mit dem Handwerkszeug versehen wurden, um in einem weiten Spektrum wissenschaftlicher Forschung, wie Medizin, Biologie, was ja bekanntlicherweise nicht gerade zum Ingenieurstudium gehört, sehr effizient tätig sein konnten. Und eines kann ich Ihnen versichern, der Blick aus 400 Kilometern Höhe auf unsere Alma Mater war natürlich ein ganz besonderer Höhepunkt in diesen Einsätzen. Als kleine Besonderheit, Frau Präsidentin, möchte ich noch darauf hinweisen, und ich hoffe, meine Recherche ist korrekt, dass es bisher keine andere deutsche Universität gibt, die zwei Alumnis geschafft hat, in den Weltraum zu schießen. Ich bin mir schließlich sicher, dass ich im Namen aller Absolventinnen und Absolventen dieser Universität spreche, wenn ich Ihnen, sehr geehrte Frau Präsidentin, Ihnen, den Professorinnen und Professoren und allen Angehörigen der Universität der Bundeswehr München zum 50-jährigen Jubiläum unserer Alma Mater ganz herzlich gratuliere. Und meine besonderen Wünsche, der Dank und der Stolz gelten selbstverständlich ebenso all denen, die in den vergangenen, vorausgegangenen 5 Jahrzehnten zu dieser ausgesprochen erfolgreichen Entwicklung beigetragen haben. Ich bin davon überzeugt, dass die Universität der Bundeswehr München auch in den kommenden 50 Jahren ihre besondere Rolle für die akademische Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten wahrnehmen und als Leuchtturm der Exzellenz in Bildung und Forschung auch über die Grenzen unseres Landes, unseres Kontinents und selbst der Grenzen unserer Atmosphäre hinausstrahlen wird. Alles Gute, vielen Dank.
Got news for you. You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. Humidity's rising. Barometer's getting low. How now, girl? According to all sources, the street's the place to go. There's a night for the first time. First time. It's raining men, hallelujah, it's raining men, amen. I'm gonna go out, I'm gonna let myself get absolutely soaking wet. It's raining men, hallelujah, it's raining men, very special men. Tall, long, dark and lean, rough and tough and strong and mean. God bless Mother Nature. She's a singer woman too. She took off to heaven, and she did what she had to do. She told every angel, she rearranged the sky, so that each and every woman could find a perfect guy. It's raining. Ich
ich habe die Big Band der Universität der Bundeswehr schon oft gehört, Frau Präsidentin, aber immer nur bei uns im Audimax. Und die kommen hier viel besser zur Geltung. Also müsste man vielleicht mit dem Dias mal drüber nachdenken, andere Räumlichkeiten. Also auf jeden Fall, ich glaube, im Namen von allen unser herzlicher Dank an die Big Band unter musikalischer Leitung von Herrn Dohrmann. Zu einer Festveranstaltung zu 50 Jahren gehören einerseits die Begrüßung durch die Präsidentin, die sehr geschätzten Grußworte, vielen Dank, Herr Dr. Reiter, und natürlich gehört ein Festvortrag dazu. Und ich bedanke mich jetzt schon ganz herzlich, dass der Herr Dr. Roland Busch von der Siemens AG den Festvortrag zum Thema Wettbewerbsfähigkeit sichern, Innovationskraft stärken halten wird. Und darf Ihnen Herrn Dr. Busch ganz kurz vorstellen. Er ist Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, das seit dem Jahr 2021. Dem Vorstand von Siemens, der Siemens AG, gehört er bereits seit dem Jahr 2011 an. Herr Busch zeigt Kontinuität, erlaube ich mir mal einfach darauf hinzuweisen. Das ist ja auch etwas, was wir sehr schätzen. Auch wir haben ja gerade auch das Engagement unserer Studierenden, der früheren dann auch in der Wirtschaft gehört und wünschen auch denen diese Kontinuität. Kontinuität zeigt Herr Busch insofern, als er bereits im Jahr 1994 bei Siemens einstieg, in sehr vielen Branchen und an sehr vielen Standorten für das Unternehmen tätig war. Man kann so sagen, von der Automobiltechnik bis zum Internet der Dinge, von Erlangen bis Shanghai und ich erlaube mir den Zusatz bis jetzt auch in Neuperlach-Süd, wobei ich mit großem Bedauern gehört habe, dass das mit Neuperlach-Süd nicht mehr sehr lange der Fall sein wird, weil dann doch die Forschungseinrichtungen, wir hatten vorher was vom Wettbewerb der Universitäten gehört und da ist anscheinend das eine oder andere in Bewegung nach Garching, also das tut uns natürlich leid, wenn Sie quasi die Nachbarschaft zu uns aufgeben, andererseits wird es in der U-Bahn dann weniger voll werden. Aber gut, das nur am Rande, das ist meine persönliche Bemerkung. Als ich an die Universität gekommen bin, im Jahr 1999, gab es viele Kürzel und ein Kürzel war vermutlich das einfachste. Ich habe trotzdem ein Weilchen gebraucht, bis ich es kapiert habe und es ist jetzt auch nicht mehr aktuell, aber damals war immer die Rede von einem GU und ich dachte mir immer, wer ist dieser GU? Also das war der Generalunternehmer und ganz lange war Siemens eben Generalunternehmer für unsere Universität. Es gibt aber noch eine andere Verbindung, neben der bisher räumlichen zwischen der Universität und Siemens, nämlich unter anderem, Herr Dr. Busch wird noch auf anderes eingehen, der Studiengang Mathematical Engineering, der ohne die Kooperation mit Siemens nicht möglich gewesen wäre, an der Universität der Bundeswehr aufzubauen. Herr Dr. Busch weiß, wovon er redet, wenn er von Naturwissenschaften, wenn er von deren Bedeutung für die Forschung, für den Innovationsstandort und den Standort des Exportlandes Bayern spricht. Herr Dr. Busch ist promovierter Physiker und ist bis heute, wir haben schon gehört, der Forschung und damit den Universitäten verbunden. Er ist unter anderem Vorsitzender des Universitätsrats der Universität Erlangen-Nürnbergen. Heute sind Sie aber da und wir freuen uns und sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Dr. Busch. Ja, vielen Dank, Frau Professor Münch, für die nette Einladung. Ich bin vielleicht jetzt ein bisschen rot. Sehr geehrte Frau Universitätspräsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Liebe Frau Professor Kern, es ist mir eine Ehre, heute an diesem Tag Ihr Gastredner zu sein. Und liebe Uni BW, herzlichen Glückwunsch zum 50. Es ist ein bisschen komisch, wenn man feststellt, dass der eigene Geburtstag vor dem der Uni liegt, aber ich glaube, das steht auf einem anderen Blatt. Natürlich habe ich recherchiert, was die Universität mit Siemens verbindet. Ja, und es geht zurück auf 1966, noch vor der Gründung der Uni. Da haben wir einen Oszillographen an die Höhere Technische Schule der Luftwaffe in Neubiberg geliefert. Und es ging um Messtechnik, Untersuchung von elektrischen Signalen, Vibrationen. Wir hatten seitdem verschiedene Projekte in der Kommunikationstechnik, Materialien, Sensorik, Piezoelektronik, Energietechnik und ja, beteiligt waren wir auch bei der Entwicklung der Studienrichtung Mathematical Engineering ab 2005 in Zusammenarbeit mit unserer Corporate Technology
Und Herrn Stefan Scheffler, soweit ich erfahren habe, ist er auch heute noch Professor an der Universität, aber leider nicht anwesend, so ich vernommen habe. Vielleicht noch ein persönliches Wort zur Bundeswehr. Der brutale Überfall auf die Ukraine hat auf dramatische Weise klargemacht, wie verwundbar wir sind, militärisch und wirtschaftlich. Das hat die Gesellschaft ins Mark getroffen. Jahrzehntelange Konstanten wurden über Nacht über den Haufen geworfen. Wir haben uns um unsere Kolleginnen und Kollegen der Ukraine gekümmert, die teilweise aus dem Keller arbeiten mussten, haben Unterkunft in Polen bereitgestellt, geholfen, wo immer wir konnten. Und wir haben in wenigen Tagen entschieden, uns komplett aus Russland zurückzuziehen. Siemens hatte in Russland eine Geschichte von über 150 Jahren. Wir waren sehr erfolgreich unterwegs, gerade im Zugbereich. Wir haben 4 Milliarden Auftragsbestand abgeschrieben, ein Vermögen von 1,8 Milliarden. Und wir haben mehr als 5000 Kolleginnen und Kollegen entweder einen neuen Job außerhalb Russlands gesucht oder sie ordentlich abgefunden. Letztendlich war es keine schwierige Entscheidung, weil unabdingbar. Aber der Krieg in Europa hat unserer Gesellschaft auch über einige Dinge neue Klarheit verschafft. Es ist eben nicht sinnvoll, seinen Nachschub über eine einzige Lieferkette zu beziehen. Es ist nicht sinnvoll, auf billige Energie zu setzen und sie zu großem Teil aus nur einem Land zu beziehen. Und es ist nicht sinnvoll, bei der Landesverteidigung zu sparen. In Israel zeigt sich gerade auf dramatische Weise, wie wichtig eine funktionierende Verteidigung ist. Mit Entsetzen habe ich den brutalen Überfall der Terroristen der Hamas verfolgt. Den Opfern gilt mein tiefstes Mitgefühl. Als Unternehmen verurteilen wir diesen Überfall aufs Schärfste. Wir tun alles, um unsere Kolleginnen und Kollegen mit ihren Familien in Israel zu unterstützen. Daher stehe ich zu einer wehrhaften Bundeswehr. Ich finde es wichtig, dass sie in unserer Demokratie fest verankert ist, auf dem Boden des Grundgesetzes, eine Parlamentsarmee. Wer sich verteidigen können will, muss in eine wehrhafte Armee investieren. Und genauso gilt, wer wirtschaftlich erfolgreich sein will, muss in die Zukunft investieren, in Innovationen. Und damit bin ich schon bei der Universität. Es gibt mehr als 1000 Lehrende und Forschende und fast 3500 Studierende. Das ist ein ausgezeichnetes Betreuungsverhältnis und eine kluge Investition in die Zukunft. Es ist schon etwas Besonderes, eine Bundeswehr-Universität zu haben. Und damit zu den anderen Themen, die die Welt bewegen: Wettbewerbsfähigkeit sichern, Innovationskraft stärken. Unsere Welt befindet sich in einer massiven Transformation. Man kann fast sagen, es steht kein Stein mehr auf dem anderen. Das Fatale ist, dass die Zeitscheiben, in denen wir erleben, zu kurz sind, um das Tempo der Veränderung wirklich zu begreifen. Ich sage nur Klimawandel. Das Fatale ist, dass wir zu spät begriffen haben, dass die einseitige Ausrichtung auf die Forderung eines Kapitalmarktes, und ich sage nicht, dass er eine untergeordnete Rolle spielt, zu Fehlsteuerungen führt. Wir haben Resilienz nicht bepreist. Ich sage nur technologische Souveränität. Das Fatale ist, dass uns der Weitblick fehlt, rechtzeitig Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen, bevor es zu spät ist. Ich sage nur Wettbewerbsfähigkeit Deutschland. Gleichwohl, ich bin Optimist. Wir müssen handeln, und zwar konsequent und schnell. Nun, was sind denn die massiven Veränderungen, von denen ich gesprochen habe? Klimawandel. Er ist real. Nachhaltigkeit ist keine Option mehr. Es ist ein Muss. Wir leben in überalternden Gesellschaften. Das merken Sie an der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, egal wo Sie hingehen auf dieser Welt. Krieg und zunehmend geopolitische Spannungen. Um ganz ehrlich zu sein, hier geht es im Wesentlichen darum, dass zwei 800-Pfund-Gorilla um die Nummer 1 in der Welt kämpfen. USA 23 Milliarden Trillionen, China 18 und dann kommt lange, lange nichts, Japan 5 und dann kommt Deutschland mit seinen gerade mal 80 Millionen Einwohnern, Platz 4 auf der Welt, nach Bevölkerung Platz 19. Und der Wettbewerb um diese Nummer 1 zwischen diesen zwei Nationen,
Der macht sich fest an militärischem, wirtschaftlichen und, was viele unterschätzen, an der technologischen Führerschaft. Der Druck auf Unternehmen, was Diversifizierung und Resilienz anbelangt, ist nicht nur durch Corona aufgezeigt, sondern auch durch diese geopolitischen Spannungen. Und ganz ehrlich, wenn man hin und wieder Deutschland Naivität vorwirft, sich in die Abhängigkeit von Import von Gas in die Hände von Russland zu begeben, dann gebe ich Ihnen noch eine andere Abhängigkeit, die vielleicht noch viel grotesker ist. Über 92% der Hochleistungschips kommen heute aus einem Land, von einer Firma, die restlichen 8 aus Korea. Diese Abhängigkeit, wenn Sie sie einmal durchdeklinieren, ist fatal, denn sollte da etwas passieren, und übrigens liegt das Land Taiwan auf einer Erdspalte, wenn da was passiert, dann können Sie in den Keller gehen und Ihre alten iPads rausholen, und dann ist das Thema Large Language Models für die nächsten paar Jahre erstmal vorbei. Diese Abhängigkeit, von der ich spreche. Vielleicht noch ein anderes Thema: Die Demokratie muss sich beweisen. Denn wenn Sie gucken, wie die letzten Diskussionen zu BRICS und die BRICS-Erweiterung gegangen sind, wenn zum Thema Freihandelsabkommen Mercosur Präsident Lula von Neokolonialismus spricht, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir uns positionieren. Dann gibt es die europäischen Themen. Tja, Europa steht vor einer Zerreißprobe, was die Migration anbelangt. Europa hat ein, wie ich meine, Governance-Problem. Entscheidungen dauern zu lang und können meist nur einstimmig beschlossen werden. Europa hat auch ein Gesetzgebungsproblem. In dieser Legislaturperiode sind 610 Gesetzinitiativen gestartet, 420 sind schon durch, 174 in Bearbeitungen und ganze 16 wurden abgelehnt. Ich sage nur Taxonomie oder EU Data Act und EU AI Act, die so weit gehen, dass sie fast nicht mehr forschen können. Übrigens, wir sind die größten Hersteller für Computertomographen und CT und MRs, also Kernspintomographen. Natürlich arbeiten wir mit Daten und AI-Technologie. Wenn Sie mich heute fragen, wo liegen denn die Daten und wo sitzen die AI-Experten? Sie sitzen nicht in Deutschland, sie sitzen in Princeton, und das hat einen Grund. AI Act, Data Act. Global Gateway als Antwort auf Belt and Road hat noch nicht so funktioniert. Innovationsförderung wird in Europa gleich verteilt. Aber lassen Sie mich auf Deutschland kommen. Auch wir leben in einer überalterten Gesellschaft, Fachkräftemangel, und gute Immigrationspolitik kostet eben Geld. Die Kosten des Gesundheitssystems steigen. Wir sitzen momentan bei 12-13% vom GDP, also vom Bruttoinlandsprodukt. Die marode Infrastruktur im Bereich Energie, Verteilnetze, Kommunikation. Wir haben zu lange zu wenig investiert. Zu viel ausufernde Bürokratie und zu lange Digitalisierung. Auch Digitalisierung fordert Investitionen. Und die geopolitischen Spannungen bedrohen das Exportmodell Deutschland. Die Energiepreise sind hoch. Wir haben vor allen Dingen große Konsequenzen für die energieintensive Industrie. Auf welche Industrie wollen wir in Zukunft setzen? Wo können wir in Zukunft wettbewerbsfähig sein? Wir haben Schwächen in Aus- und Weiterbildung. Und bald auch im Bereich Innovation. Wir müssen unser Innovationsbudget erhöhen und natürlich auch die Militärausgaben. In Kürze, man könnte sagen, wir haben vielleicht mehr Probleme, als wir Geld zur Verfügung haben. Aber, jetzt muss ich mal ins Positive kommen, aber wir leben in einer stabilen Demokratie, wir leben mit stabilen Rahmenbedingungen, in einem stabilen Rechtssystem, und das soll auch so bleiben. Und wenn Sie mich fragen, wo ich gerne leben würde, in Deutschland, in Bayern. Jetzt muss ich auch noch sagen, ein Herr Söder da wäre, in Mittelfranken. Und es stellt sich die Frage, was können wir denn tun, dass das so bleibt? Wie können wir die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland aufrechterhalten? Und dabei sollten wir nicht die ganze Zeit nach Osten und Westen schauen, was denn die großen Nationen tun, sondern unsere eigene Agenda finden. Was tun wir in Europa, was tun wir in Deutschland? Wie schaffen wir es, dass Europa der dritte Teilnehmer am Tisch ist, wenn es darum geht, wie es in der Welt weitergehen soll? Mit 450 Millionen Einwohnern, der größte Markt der Welt, wenn es denn einer wäre. Nun, wir werden als Firmenleiter, werden Sie oft auch von der Politik eingebunden. Wir schätzen den Dialog sehr.
Und es geht um Treffen mit Ministern, auch mit dem Bundeskanzler. Und ich verrate jetzt nicht keine Geheimnisse. Dann viele Leute, seien es jetzt auch unsere Verbände, kommen mit einer langen Liste. Jeder hat seine Wunschvorstellungen, was geändert werden müsste, was wir brauchen. Und bei einem dieser Treffen waren viele DAX-Vorstände mit dabei und der Bundeskanzler, hatte ich ihn überrascht. Ich hatte gesagt, Herr Bundeskanzler, ich habe nur einen einzigen Punkt, den wir ändern müssten. Innovationskraft Deutschlands stärken. That's it. Ja, dann stellt sich die Frage, okay, wie? Sei es auch ganz einfach. Ein innovationsfreundliches Umfeld schaffen, Technologie und Menschen. Und das ist das Betriebsmodell Deutschland. Ich erinnere Sie, Nummer 4 der größten Wirtschaftsnationen bei gerade mal 80 Millionen Menschen. Es ist unsere Innovationskraft, unser Exportmodell Innovation und das Zusammenspiel von großen und kleinen Firmen, von vielen, vielen Mittelständlern, auf dessen Rücken wir stehen, Ökosysteme, die wir in die Zukunft führen müssen, von der Ökosystem in alter Prägung in die neue. Automobilindustrie, Chemie, Pharmazie, Gesundheitstechnik, auch Maschinenbau, der über alle hinweg geht. Diese Ökosysteme müssen sich neu und weiterentwickeln. Sie müssen sich um neue Technologien herum entwickeln. Wir reden von plattformbasierten Technologien. Und ich werde Ihnen nachher noch sagen, wie eine davon aussehen kann. Wenn wir den Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit setzen und uns davon leiten lassen, wo wir in Zukunft hingehen, dann machen wir nicht so richtig viel falsch, denn das sind Wachstumsthemen. Ja, und dann kam die Frage, ja, okay, Menschen, Technologie, Umfeld, was denn konkret? Und jetzt bin ich schon wieder bei meiner Liste und ich habe versucht, sie kurz zu halten. Ich habe gesagt, eigentlich sind es 10 Themen, 2 davon haben wir nicht in der eigenen Hand, weil die liegen in europäischer. Ich gehe mal ganz kurz durch. Aus- und Weiterbildung intensivieren, Aufstockung der Forschungsaufgaben, Forschungsförderung mit einer hohen Geschwindigkeit und konkurrenzfähig, fokussierte Ausgaben der Fördergelder, also nicht gleich verteilen, sondern stärken, Immigrationsprogramm, wir brauchen kluge Köpfe, fleißige Hände, Förderung von Schlüsseltechnologien, die man über die Hürde heben muss, wie Wasserstoff, auch Halbleiter, die Start-up-Szene fördern, ganz klar, und natürlich ohne eine funktionierende Infrastruktur geht das nicht. Wir müssen unsere Infrastruktur ausbauen, Mobilität, Energie und Kommunikation. Ja, und die 2 Themen, die wir also nicht so in der Hand haben, Sie raten es schon, eine Entschärfung der geplanten Regularien in der EU und die Förderung eines europäischen Binnenmarktes, der im Übrigen, weil es diesen nicht gibt, viele Startups dazu bringt, ins Ausland zu gehen. Nun, welche Rolle spielt Siemens bei dem Ganzen? Vielleicht für die, die uns nicht so ganz kennen. Wir sind 175 Jahre alt und es gibt eine Konstante in diesen 175 Jahren. Die Firma hat sich immer wieder neu erfunden. Und wir müssen das jetzt auch wieder tun. Der einzige Unterschied zwischen all den Transformationen zuvor und dieser jetzigen ist, er geht in einer unvergleichbar höheren Geschwindigkeit. Digitalisierung beschleunigt alles. Wir haben angefangen 1847 mit dem Zeigertelegrafen, Dynamo, erste elektrische Eisenbahn, Röntgen, das erste Röntgengerät, Tantallampen, Reinszilizium hergestellt, piezogetriebene Direkteinspritzung, braucht man jetzt nicht mehr so, wenn man elektrisch fährt, die Simatik, also Automatisierung in der Steuerung, der erste Computertomograph, heute der erste photonenzählende Computertomograph. Ich könnte noch viele, viele Beispiele nennen. Wir sind eine 80-Milliarden-Firma, sind in fast jedem Land der Welt unterwegs. Manche sagen, es gibt nur 2 Institutionen und Firmen, die mehr verbreitet sind als Siemens. Das ist Pepsi oder Coca-Cola und die Kirche. Wir haben ca. 320.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit und haben über die vielen Jahre uns ein digitales Portfolio aufgebaut. Was Sie vielleicht nicht wissen ist, Siemens ist eine der größten Softwarefirmen dieser Welt und wenn es um interstelle Software geht, sind wir die Nummer 1. Das haben wir erreicht, indem wir über 15 Jahre hinweg über 12 Milliarden Euro investiert haben, um ein ordentliches Softwareportfolio aufzubauen. Wir investieren pro Jahr mehr als 6 Milliarden Euro in F&E.
Das ist 8% vom Umsatz und damit deutlich mehr als jeder unserer Wettbewerber. Und wir leisten uns nach wie vor eine zentrale Forschung. Wurde oft hinterfragt, da stand ich als CTO auch immer in der Tür. Und ich glaube, es ist richtig so. Wir forschen an Themen wie künstliche Intelligenz, Datenanalytik, den digitalen Zwilling, Simulationen, Softwarearchitekturen, Cybersecurity, 3D-Druck, Leistungselektronik, User Interfaces. Einige Themen, die sie immer wieder finden wird. Vielleicht kommt demnächst auch Quantencomputer dazu. Und wir richten unsere Firma auf Nachhaltigkeit aus. Wir haben unseren eigenen Footprint schon halbiert. Scope 1, 2, also was wir bei uns verbrauchen, liegt nur noch bei 500.000 Tonnen. Um das auf fast null zu reduzieren, investieren wir weitere 600 Millionen Euro. Wir arbeiten jetzt schon an der Zulieferkette. Und das tun wir mit eigener Technologie, darauf sind wir sehr stolz, die wir auch an andere verkaufen. So, zur Strategie. Also ich habe, Sie hatten es gesagt, 12 Jahre im Vorstand, ich habe viele Strategiediskussionen erlebt. Wir haben immer so typischerweise 15, 20 Business Units, machen Strategien. Da gingen viele gut und viele gingen auch falsch. Aber ein Muster hat sich abgezeichnet. Immer dann, wenn wir eine Strategie abgeleitet haben von Megatrends, Trends, die sich nicht ändern werden über die nächsten 10, 20 Jahre, dann lagen wir eigentlich immer richtig. Und dann haben wir uns 5 Megatrends ausgeguckt, von denen wir glauben, dass sie die Welt verändern werden und von denen wir glauben, dass wir Technologie kreieren müssen, mit denen wir diese Welt an der Stelle mit verändern können. Und Sie werden es erraten, Klimawandel, und da geht es nicht nur um CO2-Reduktion, sondern auch den reduzierten Einsatz von Ressourcen. Der demografische Wandel, ganz, ganz toll für unsere Gesundheitssparte, gehört Rückenwind, aber viel problematischer, wir werden immer weniger Menschen haben. Wir werden AI-Technology brauchen, um wachsen zu können mit weniger Menschen. Im Übrigen hat Chinas Arbeitsmarkt schon vor einigen Jahren gepiekt. Urbanisierung, es werden immer mehr Menschen in Städten gehen, das hat auch Corona nicht verhindert. Glokalisierung, wir hatten das früher Globalisierung genannt, jetzt heißt es Glokalisierung, weil wir viel mehr verteilte Systeme haben werden. Wenn jemand sagt, die Globalisierung ist vorbei, ich glaube, wir werden noch globaler werden, weil wir an noch viel mehr Stellen fertigen werden. Übrigens eine Riesenchance auch für Hochlohnländer wie Deutschland. Und der letzte Trend, der alle anderen beschleunigt, Digitalisierung. Und wenn man die Strategie von Siemens dann in einen Satz fasst, ist ganz einfach, wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt. Und das machen wir besser als jedes andere Unternehmen. Das ist der Anspruch. Was das bedeutet, ja, wir bauen einen digitalen Zwilling der realen Welt. Am Beispiel von einer Fertigung in Nanjing in China kann ich das verdeutlichen. Wir haben diese Fertigung zweimal gebaut. Einmal in der digitalen Welt. Die Produkte, die wir dort fertigen, die Hallen, die Linien, sogar die Menschen, alles in der digitalen Welt gebaut. Wir haben es verschoben, optimiert, festgestellt, es funktioniert nicht, bis wir zufrieden waren. Erst dann sind die ersten Bagger gerollt und was wir damit erreicht haben, wir waren circa ein Jahr schneller, wir haben 20% höhere Flächenproduktivität, verbrauchen 20% weniger Energie, können viel mehr Varianten fertigen und haben eine deutlich höhere Ausbringung. Und jetzt kommt das Spannende, dieser digitale Zwilling, der lebt immer noch. Der Fertigungsleiter kann sich jetzt überlegen, kann ich einen neuen Roboter einführen oder ein neues HGV, also so einen Roboter, der Teile durch die Gegend schreibt. Kann ich in eine Linie aufbrechen oder verändern, wenn ich ein neues Produkt habe. Wird alles simuliert und wenn es simuliert ist, dann unterbricht die Linie eben vielleicht mal einen Tag oder zwei und nicht eine Woche, weil wir genau wissen, was wir tun. Wir arbeiten mit diesen Technologien auch in der Batteriefertigung. Ein digitaler Zwilling, der dafür sorgt, dass eine Batteriefertigung läuft und der Yield, also der fehlerfreie Output sich erhöht. Wir arbeiten an Vertical- oder Indoor-Farming, also das sind Riesenhallen, wo Sie die Nahrungsmittelproduktion dicht an die Städte bringen. Sie brauchen 95% weniger Wasser, keine Pestizide. Und Sie werden sich glauben, das ist das mit das Automatisierteste, was Sie sich vorstellen können. Sie müssen Millionen von Pflanzen bewegen und die so säen, ernten und das in einem Haus. Wir arbeiten an der Digitalisierung von Zügen. Unsere Züge sind so weit digitalisiert, dass wir vorhersagen können, welche Tür von einem Zug kaputt geht und wann mit einer
in einer Vorhersagequalität von 5 Tagen. Und warum? Das heißt, wir können den Zug aus dem Betrieb nehmen, reparieren, bevor er wirklich kaputt geht. 100% Verfügbarkeit. Ja, ja, da lachen Sie. Da lachen Sie. Jetzt zu Recht. Jetzt komme ich auf das Thema Infrastruktur zurück. Wir müssen auch, und vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wir digitalisieren auch die Signaltechnik. Blöderweise fangen wir damit an in Norwegen, in Österreich, wir würden es gerne auch in Deutschland tun, das kriegen wir jetzt hin. Wir haben mittlerweile das Signal in der Cloud. Das heißt, Sie brauchen gar keine Signale mehr und Sie können auf der gleichen, da muss man genau zuhören, Sie können auf der gleichen Schiene 20% mehr Züge fahren lassen, wenn Sie sie ordentlich digitalisieren. Können wir, haben wir in anderen Ländern gezeigt, werden wir auch in Deutschland tun. Wir bauen dazu eine Plattform, die Technologie vereint. Wir rechnen von einem Technologie-Stack, da geht es um Hardware und Software. Wir brauchen Partner, denn die Welt ist viel zu groß, als dass wir sie alleine bespielen könnten. Wir brauchen die großen Partner, Microsoft, Amazon. Wir brauchen auch viele kleine Systemintegratoren, Mittelständler. Und wir brauchen einen Marktplatz, weil wenn wir wirklich hochskalieren und schnell wachsen wollen, müssen wir unsere Produkte digital verkaufen. Und wir glauben an den Standort Deutschland. Wir haben eine 2-Milliarden-Investitionsstrategie, 2 Milliarden in 2023. Eine davon geht nach Deutschland. Und wir wollen damit Wachstum, Innovation und auch Resilienz steigern. Und eine halbe davon geht nach Erlangen. Dort bauen wir eine neue digitale Fabrik. Eine Fabrik, die das, was ich Ihnen vorhin an Xing erzählt hatte, auf den nächsten Level hebt. Und damit Sie ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie das dann aussehen könnte, zeige ich Ihnen ganz kurz ein kleines Video. Was Sie hier sehen, ist eine Zusammenarbeit zwischen BMW und Siemens und Nvidia. Das ist kein Film, das ist die digitale Welt. Fotorealistisch. Sie können am Ende gar nicht entscheiden, ob jetzt jemand mit der Kamera dasteht oder ob es ein Computer gezeichnet hat. Wir simulieren hier oder wir entwerfen eine digitale Welt. Diese Welt würden Sie im Übrigen, wenn Sie im Industrial Metaverse sind, würden Sie sie sehen. Und genau das Gleiche würde in der realen Welt parallel dazu, real-time, ablaufen. Das heißt, wenn hier irgendeine Unterbrechung ist, würden Sie sofort sehen. Diese Welt hier ist jetzt eine von Siemens, die physikalische Welt abbildet. Nvidia kann animieren, das schaut toll aus. Wir können simulieren. Was ist der Unterschied? In der Animation kann ein Roboter sich super schnell bewegen, es wird nichts passieren. Wenn Sie simulieren, fängt ja das Schwingen an, wenn Sie ihn zu schnell bewegen. Ganz entscheidend, wenn Sie an den Shopfloor gehen, muss das funktionieren. Wir simulieren nicht nur eine Band oder eine Stelle, sondern das ganze Werk. Links die Physik dahinter, rechts fotorealistisch dargestellt. Und wir gehen runter bis auf die Teile. Wenn Sie einen Roboter anschauen, wir gucken an, wie greift der Roboter, welche Teile sind dabei. Also wir digitalisieren nicht nur die Werkzeuge, sondern auch die Teile, mit denen wir arbeiten. Schauen an, wo klemmt es, wo kann man was verändern. Ändern an der Stelle ganz genau, wenn wir sehen, es funktioniert was nicht. Ändert das Werkzeug zurück wirklich zu den Zeichnungen. Das heißt, Sie können an der Zeichnung das Produkt ändern und es dann wieder in die virtuelle Welt einführen, ausprobieren, in der digitalen Welt ausprobieren. Und wenn Sie damit zufrieden sind, in der realen Welt umsetzen. Dazu brauchen Sie, können Sie sich vorstellen, ziemlich viel Rechenleistung. Ich komme wieder auf meinen Punkt zurück. Hochleistungschips, die heute momentan von einem Punkt kommen in dieser Welt. Sie brauchen Simulationsfähigkeiten. Und Sie brauchen natürlich ein Ökosystem und Partner. Das, was Sie hier sehen, in der Form gibt es noch nicht. Viele Teile davon schon, aber so eine ganze Fertigung, Realtime, und fotorealistisch dargestellt, das ist die neue Welt, an der wir zusammen mit unseren Partnern arbeiten. Ganz zum Schluss noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Wenn wir unsere strategischen Prioritäten anschauen, gibt es eigentlich nur 4 Stück. Customer Impact, wir müssen alles tun, um unseren Kunden Wunsch zu erfüllen und sogar vorzudenken. Technology with Purpose, wir machen Technologie, die dem Menschen dient
und der Umwelt. Und dann gibt es zwei andere Prioritäten, die auf die Menschen abzielt. Empowerment und Growth Mindset. Empowerment, recht einfach zu verstehen. Wenn wir in hierarchischen Strukturen leben und beschleunigen wollen, funktioniert das nicht. Wir können uns nicht erlauben, jede Entscheidung von oben nach unten durchzudeklinieren und im Vorstand. Wir müssen versuchen, Entscheidungen auf der tiefsten Ebene zu treffen. Das bedeutet Vertrauen entgegenbringen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch Accountability, Verantwortung übernehmen. Bringt mich zu meinem letzten Punkt, Growth Mindset. Das ist ein sehr interessantes Konzept. Das hat vor einigen Jahrzehnten Carol Dweck erfunden. Es gibt zwei Einstellungen, die Sie haben können. Fixed Mindset und Growth Mindset. Fixed Mindset bedeutet, Sie sind der Meinung, Sie haben eine DNA. Das ist sozusagen das Kartenblatt, was Ihnen mitgegeben wurde. Das können Sie im Laufe Ihres Lebens spielen. Das setzt Ihren Rahmen. Growth Mindset hingegen, auch da haben Sie natürlich eine DNA, aber da geht es darum, wenn Sie sich dran geben, wenn Sie irgendwas immer wieder probieren, wenn Sie Fehler zulassen, können Sie alles erreichen. Sie müssen nur beharrlich dranbleiben und lernen wollen, permanent. Warum ist das wichtig? Weil in Zeiten von Digitalisierung, wo sich die Welt in wenigen Monaten so massiv verändert, denken Sie an Large Language Models, die innerhalb von wenigen Wochen 500 Millionen Menschen erreicht hat, und das ist erst der Anfang, müssen Sie permanent lernen. Und das bringt mich zurück zur Universität und zu dem Thema Forschung, zu dem Ökosystem von Industrie, von den Großen, den Mittelständlern, den Forschungsinstituten und den Universitäten. In Summe, man möchte nicht glauben, ich blicke mit Optimismus in die Zukunft. Ich glaube, wir können das alles erreichen, und zwar mit den Menschen, die sich dafür einsetzen, dass wir jeden Tag ein bisschen besser werden. Vielen Dank. Sonst hören Sie mich nicht. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Busch, für diesen Vortrag. Ich denke, man sieht, wie wichtig es ist, die Innovationskraft Deutschlands zu stärken. Wir haben heute gedacht, man muss intelligent verteidigen. Und die Kombination der digitalen Souveränität, die man nur durch eine Stärkung der Innovationskraft erreichen kann, in Kombination mit den Universitäten der Bundeswehr, um intelligent zu verteidigen. Ich denke, das ist es, was diese Republik braucht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und darf Ihnen unsere Athene übergeben aus einem unserer 3D-Drucker. Und die Athene, die ist ja unsere Schirmherrin, die griechische Göttin der Wehrhaftigkeit und der Weisheit. Und ich denke, das passt ganz gut. Vielen herzlichen Dank. Wir machen den fliegenden Wechsel. Ich darf mich auch bei Herrn Dr. Busch bedanken und vor allem, dass wir trotz aller, wir hatten ja doch auch einige sorgenvolle Blicke, dass Sie uns doch optimistisch gestimmt aus diesem Vortrag entlassen. Ganz herzlichen Dank. Ich darf ganz kurz ankündigen, dass wir jetzt einen Film sehen, den filmischen Streifzug durch die 5 Jahrzehnte der Universität der Bundeswehr. Auch die Musik, haben Sie ja schon bemerkt, versucht sich an die Jahrzehnte anzulehnen. Ich darf mich beim Medienzentrum der Universität der Bundeswehr bedanken, vor allem bei Sven Schrey und bei Frau Melanie Haschberg. Und leite jetzt über, und gleich schauen wir uns den Streifzug an. Danach gibt es noch Musik und dann geht es zur Preisverleihung. Danke. Die Bundesregierung folgte dem Vorschlag des Verteidigungsministeriums und beschloss daher 1972 die Errichtung von Hochschulen für die Bundeswehr. Der Entscheidung waren lange Diskussionen in militärischen Fachkreisen und in der Öffentlichkeit vorausgegangen. Georg Leber, damals Verteidigungsminister. Damals wirkten die Studentenunruhen immer noch nach. Es war nicht vorstellbar, wozu es geführt hätte, wenn unter diesen Umständen, in einer Atmosphäre, wie sie war, Kontingente von Offizieren als Studenten in die Universitäten eingeflochten worden wären. Wenn also akademische Bildung für Offiziere
dann konnte das nur in eigenen Universitäten geschehen. Damit war die Entscheidung gefallen.1974 wurde in Neubiberg mit dem Aufbau der Münchner Bundeswehrhochschule begonnen. In so kurzer Zeit wie sie hat wohl selten eine andere Universität je das Licht der Welt erblickt. Eine Sturzgeburt sozusagen mit den Verteidigungsministern Helmut Schmidt und seinem Nachfolger Georg Leber als politische Väter. Die Einführung von Trimestern erlaubt es, auch das will ich ja sagen, dass die Studenten nach 3 bis höchstens 4 Jahren die Diplomprüfung in den jeweiligen Studiengebieten ablegen können. Das Verhältnis der Ausbildungszeit zur Zeit der praktischen Berufstätigkeit wird damit erheblich verbessert, zum Vorteil der Studenten und der Universität. Wegen des Soldatenstatus der Studenten wird immer wieder bezweifelt, ob an der Bundeswehrhochschule überhaupt ein wissenschaftliches Studium möglich ist. Es wird vermutet, dass das Prinzip von Befehl und Gehorsam auf den akademischen Bereich übergreifen könnte und damit die akademische Freiheit unmöglich machen würde. Dies eines würde ich nicht ertragen, wenn es etwa Professoren geben würde, die es für ausgeschlossen halten, dass man als Offizier in Uniform zur Vorlesung kommt. Viele Prinzessinnen und Prinzen gibt's in Bayern, doch sie alle regieren nicht mehr. Der Prince of Wales gab sich die Ehre. Es ist ein schönes Kind. Wie schön wäre es, wenn die vielen Eltern und Erziehungsberechtigten und die sich dafür halten, erkennen würden, dass sie ihr Kind zu einem Schmuckstück machen können. Lieber Herr Winnicke, erstens auch ich halte das Kind für ein schönes, ein in Grenzen gutes Kind, und das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich an der Zeugung nicht beteiligt war. Hier an der Universität der Bundeswehr in München haben sich hervorragende Sachverständige zusammengefunden. Das Vertrauen, das die NATO als Ort von Stabilität und Sicherheit erworben hat, ist ein ungeheures Kompliment. Sie sind eine besondere Universität, das muss man Ihnen lassen. Und dazu mein herzlicher Glückwunsch. Alles Gute auch. Ich heiße Heiner und ich Heinrich, zur Ergänzung. Im Übrigen sitzt die ganze Öffentlichkeit und die ganze Politik an der falschen Behauptung auf. Der Terrorismus hätte seine Wurzel in Afghanistan. Mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich hier in diese Gefilde komme und Menschen sprechen mich in ihrer Mundart an, dass ich dann nicht sicher bin, ob es ein Österreicher oder ein Bayer ist. Ja, bitte. Es ist einfach überwältigend, im wahrsten Sinne des Wortes, wie tonnenschwer sich der Körper anfühlt, wenn man ein halbes Jahr in der Schwerelosigkeit war und das erste Mal dann dasteht mit diesem Fallschirm und diesem Druckanzug und allem, dann da aus diesem Shuttle rausklettern soll, wird man schon ein bisschen blass um die Nase, und nach so 2 Stunden geht das dann wieder.
vielfältige Sportmöglichkeiten von Fitness über Boxen bis hin zum Tauchen finden auf unseren erstklassigen Sportanlagen statt und liefern nicht nur die Möglichkeit, den Körper zu trainieren, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für Wissenschaft und Forschung. Ob Ingenieur oder Geisteswissenschaften, unsere Forschung ist innovativ, stets am Puls der Zeit und von großem Nutzen für unsere Gesellschaft. You gotta prove it. You gotta mean what you say.
und ich darf jetzt zum weiteren Programmpunkt überleiten. Wir sind jetzt, starten jetzt mit der Verleihung des Ulrich-Rode-Preises. Das macht freundlicherweise der Vizepräsident der Universität der Bundeswehr, Herr Siebert. Und nachher wird die Präsidentin der Universität noch den ehemaligen Vorsitzenden des Universitätsrates ehren. Aber wenn ich schon moderieren darf, habe ich gesagt, also dann mag ich zumindest die beiden Kollegen, zu denen ich auch eine professionell freundschaftliche Verbindung habe, noch ganz kurz ansprechen. Kollege Masala, wir sind beide in derselben Fakultät und eine Kollegin hat mal auf Twitter geschrieben, mit Herrn Masala sei es leider wie mit Christian Drosten. Man höre ihm gern zu, aber man wisse, wenn er in der Talkshow auftrete, dann gäbe es ein richtig unangenehmes Thema. Das wusste ich, lieber Herr Masala, als ich damals die Berufungskommission leiten durfte für die Fakultät SOWI. Das war damals, wie so vieles, nicht voraussehbar. Aber zumindest wissen wir die Talkshows und die Sicherheitspolitik bei Ihnen in guten Händen. Und zum Kollegen Gebbegen verbindet mich die zunächst langjährige Zusammenarbeit im Forschungszentrum RISC an der Universität der Bundeswehr und seitdem er Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer Bau ist, verbindet uns auch eine sehr gedeihliche Kooperation beider Institutionen an der Akademie für politische Bildung. Auch das ist was Schönes. Jetzt übergebe ich aber das Wort zunächst an Herrn Vizepräsidenten Siebert und wir sehen uns dann erst wieder, wenn Sie mich nachher sehen, dann wissen Sie, jetzt ist es fast vorbei. Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation und lassen Sie mich einleitend sagen, es freut mich wirklich sehr, heute Herrn Kollegen Masala von der Fakultät Staats- und Sozialwissenschaften und Herrn Kollegen Gebbegen, exzellenter Emeritus der Fakultät Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften, mit dem Ulrich-Rode-Preis auszuzeichnen. Zwei Professoren, die nicht nur exzellent forschen und lehren, sondern ihre Themen verständlich formulieren können und ihre Expertise einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Als Vertreter der Rode-Stiftung darf ich Herrn Dr. Wirth begrüßen. Herzlich willkommen. Die beiden renommierten Rode-Preise für GSW bzw. für MINT-Fächer werden regelmäßig an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität der Bundeswehr München in Anerkennung herausragender Leistungen vergeben und jeder dieser Preise ist mit 10.000 Euro dotiert. Wie bekommt man diese? Mit dem Rode-Preis werden exzellente Forschungsleistungen und Arbeiten ausgezeichnet, die an der Universität der Bundeswehr München entstanden sind. Dem Humboldtschen Bildungsideal gemäß wird seit der ersten Ausschreibung des Preises im Jahr 2019 bewusst keine thematische Eingrenzung vorgenommen. Die prämierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sondern in ihren Arbeiten und ihrem Wirken indes hohe wissenschaftliche mit entsprechend gesellschaftlicher Relevanz verbinden und auf diese Weise wichtige Impulse für die großen Themen, die Herausforderungen und Debatten unserer Zeit setzen. Und die Auszeichnung soll zugleich ein sichtbares Signal dafür sein, dass Forschung und Lehre in den jeweiligen Bereichen wertgeschätzt werden und auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs attraktiv bleiben. Der Preis wird gestiftet von Herrn Professor Dr. Inkabil Dr. H.C. Mult Ulrich L. Rode, einem deutsch-US-amerikanischen Unternehmer und Wissenschaftler auf dem Feld der Hochfrequenz-, Radio- und Messtechnik, der unserer Universität sehr verbunden ist. Von seinen vielen Funktionen und Auszeichnungen sei hier nur darauf verwiesen, dass er Ehrensenator der Universität der Bundeswehr München ist und als Honorarprofessor an der hiesigen Fakultät für Informatik bis heute Doktoranden betreut. Seit 2013 ist Ulrich Rode zudem Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und 2021 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für seinen Vorbildcharakter und die Art und Weise, wie er Forscherdrang und Unternehmergeist miteinander verbunden hat. Und auch die beiden Preisträger vermögen, akademische Exzellenz mit dem Blick für die Praxis zu verbinden und sind nicht nur in Fachkreisen geschätzte Experten. Sie sind in den Medien, in Funk, Fernsehen präsent
und damit einem breiten Publikum bekannt. Sie sind gefragte Ansprechpartner, wenn es darum geht, Katastrophen, Krieg, Krisen zu erklären und bringen sich so mit ihren Forschungsleistungen in die Gesellschaft ein. Kommen wir zum Ulrich-L.-Rode-Preis für die GSW-Fächer. Der diesjährige Preisträger der Rode-Auszeichnung für GSW, also Gesellschaft und Sozialwissenschaften, Kollege Masala, ist Inhaber der Professur für internationale Politik, Direktor des METIS-Instituts für Strategie und Vorausschau, assoziierter Direktor für Krisenfrüherkennung am Center for Intelligence and Security Studies, CIS, Projektleiter des Kompetenzzentrums Krisenfrüherkennung und Studiengangsleiter des MIS, Master in Intelligence and Security Studies. Ein paar Worte zur Vita. Carlo Masala studierte Politikwissenschaften, Deutsch und romanische Philologie und wurde 1996 promoviert mit einer Arbeit über die deutsch-italienischen Beziehungen im Zeitraum von 1963 bis 1969. Im Dezember 2002 wurde ihm die Venia Legendi für das Fach politische Wissenschaften verliehen. Und nach einer Professurvertretung 2003, Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-Maximilian-Universität hier in München, wechselte er dann Anfang 2004 zum NATO Defense College nach Rom, wo er zunächst als Research Advisor und ab 2006 als Deputy Director in der dortigen Forschungsabteilung tätig war. Den Ruf auf die Professur für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München hat er dann zum 1. Juli 2007 angenommen. Er widmet sich in Forschung und Lehre Theorien der internationalen Beziehungen, transatlantischen Beziehungen, aufstrebenden Großmächten sowie einem breiten Spektrum von Themenfeldern im Bereich der Sicherheitspolitik. Darüber hinaus verfügt die Professur von Professor Masala über Regionalexpertise im Mittelmeer und postsowjetischen Raum, Expertise zu strategischen Analysen, zum Nexus zwischen Sozialpsychologie, Technologie, Sicherheit und Gesellschaft sowie im Bereich strategische Vorausschau und Zukunftsanalyse. Stichworte Risk-Trend-Monitoring, Szenario-Analyse. 2016 lehnte Professor Masala einen Ruf an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ab. Vielen Dank dafür. Zuletzt erschien 2022 sein Buch Weltunordnung. Die globalen Krisen und die Illusion des Westens. In einer vierten aktualisierten Auflage bei C.H. Beck, das sich mit der Frage beschäftigt, auf welche Herausforderungen wir uns in Deutschland und in Europa, auch vor dem Hintergrund von Nationalismus, des Terrorismus, der Migration, der Digitalisierung, von Pandemien und Klimawandel einstellen müssen und wie man in dem Chaos bestehen kann. Professor Masala ist Mitherausgeber der Zeitschrift für Politik, der Zeitschrift für internationale Beziehungen, der Zeitschrift für strategische Analysen. Außerdem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik sowie ständiger Sachverständiger in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zum Afghanistan-Einsatz. Seit 2018 ist er Co-Host des Podcasts Sicherheitshalber, in dem er mit Ulrich Franke, Senior Policy Fellow beim European Council for Foreign Relations, dem Politikwissenschaftler Frank Sauer und dem Journalisten Thomas Wiegold die aktuellen Entwicklungen in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Lage in Europa und der Welt diskutiert. Seit März 2022 ist er außerdem regelmäßig im Stern-Postcard Ukraine die Lage zu hören. Gerade in Krisenzeiten ist gefragt, gute Vernetzung, gute Forschung, die interdisziplinär, praxisnah und nutzbar ist. Professor Masala ist seit über einem Jahr im Dauereinsatz, pendelt tatsächlich oft, wie die SZ im Februar titelte, zwischen Hörsaal und Talkshow. Der Politologe ist beliebter Gast im Fernsehen, erklärt, mahnt, diskutiert bei Maybrit Illner, Maischberger, Anne Will oder gestern Abend bei Lanz. Er prägt den öffentlichen Diskurs, seine Expertise ist gefragt. Professor Masala berät und vernetzt Manager, Machthabende, Ministerien auf dem Gebiet der internationalen Politik sowie der Sicherheitsforschung und mehr als 150.000 Menschen folgen ihm auf Twitter oder X. Professor Masala verbindet Forschung mit gesellschaftlicher Relevanz auf einzigartige Weise. Lieber Herr Masala, jetzt müssen Sie doch hochkommen.
dann gratuliere ich Ihnen recht herzlich zum Rode-Preis für die GSW-Fächer. Ja, man hat mir jetzt mitgeteilt, dass ich exakt 3 Minuten habe, um eine Dankesrede zu halten. Ich würde gerne 3 Punkte machen. Das eine ist, als mich die Präsidentin, Frau Kern, darüber informiert hat, dass ich den Rode-Preis dieses Jahr erhalte, habe ich natürlich, das hat sie per Telefon, glaube ich, gemacht oder per E-Mail, ich weiß es nicht mehr, ich habe mich unglaublich darüber gefreut. Dann habe ich mich aber daran erinnert, dass ich, als ich Dekan war, und das war ich bis 2014, in sozusagen dieser ganzen Vorbereitung auf den Rode-Preis mit der Idee und so weiter in der erweiterten Hochschulleitung mitdiskutiert habe. Und damals war die Idee, wir zeichnen Lebenswerke aus. Und dann habe ich gedacht, aber ich habe doch noch 12 Jahre. Ist das jetzt ein stiller Hinweis darauf für mich, dass jetzt auch mal gut ist mit der Universität der Bundeswehr? Nein, ganz im Ernst. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr geehrt, dass ich diesen Preis erhalten habe. Und von den ganz, ganz vielen Menschen, denen ich eigentlich dafür danken müsste, möchte ich nur 3, die hier anwesend sind, denen möchte ich danken. Die eine hat sich schon sozusagen selbst geoutet, das ist Frau Kollegin Münch. Es lag natürlich an meiner Spitzenleistung, aber letzten Endes lag es an ihr als Vorsitzende meiner Berufungskommission, dass ich überhaupt diesen Ruf nach München hier bekommen habe. Der Altpräsidentin Merit Nihus, die eigentlich immer, nicht immer, wir hatten auch unsere Differenzen, aber sozusagen letzten Endes über die ganzen Jahre dafür gesorgt habe, dass ich mich an dieser Universität wirklich entfalten konnte mit allen Forschungsprojekten und allen Ideen, die ich hatte. Und zuletzt der jetzigen Präsidentin Eva Maria Kern, die einfach diesen Weg für mich mit mir weiter bestreitet. Also diesen 3 Damen, die sich hier im Publikum befinden, möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen. Ohne die wäre ich nicht hier, ohne die, also hier in München, ohne die wäre ich nicht jetzt hier auf diesem Podium. Und mein letzter Punkt, es wurde bereits angedeutet, dass ich schon einmal einen Ruf abgelehnt habe. Es gibt ja dann in der Akademie dann auch immer so diese Ideen, man ruft Leute an, ob sie sich interessieren für irgendwelche Professuren. Diese Anrufe habe ich auch erhalten und immer abgelehnt. Weil ich ganz klar sagen will, an der Universität der Bundeswehr in München finden sich für Forscher und Lehrenden die besten Arbeitsbedingungen, die ich in der Bundesrepublik Deutschland an den 4 Länderuniversitäten, an denen ich gearbeitet habe in meiner Karriere, jemals erlebt habe. Und da die Präsidentin mitgeteilt hat, dass hier jede Menge sozusagen BMVG, Referat Uni BW, sowie ein Staatssekretär anwesend ist, würde ich mir wünschen, dass sie mir in den letzten 12 Jahren, die mir bleiben, diese exzellenten Bedingungen weiterhin garantieren. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Der Ulrich-Rode-Preis für die MINT-Fächer. Diesjährige Preisträger der Rode-Auszeichnung für MINT-Fächer, Kollege Gebbeken, Professor im Ruhestand, zumindest formal. Ich weiß nicht, ob man wirklich irgendwann als Professor in Ruhestand geht. Hatte zuvor am Institut für Mechanik und Statik der Universität der Bundeswehr München die Professur für Baustatik inne. Für seine langjährigen Verdienste für die Universität der Bundeswehr München verlieh ihm 2020 die damalige Präsidentin, Frau Professor Nihus, die Auszeichnung zum Exzellenten Emeritus. Auch bei Ihnen ein paar Worte zur Vita. Norbert Gebbeken studierte Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Münster und, so hat es uns immer erklärt, weil er es noch genauer wissen wollte, auch noch an der Universität Hannover. Und dann wollte er es noch genauer wissen und dann war er im Anschluss noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hannover und promoviert dort dann 1988 mit Summa Cum Laude zum Dr. Ing. Nach weiterer Lehrtätigkeit und der Habilitation folgte dann 1995 die Berufung
an die Universität der Bundeswehr München. Er lehnte hiernach sowohl den Ruf auf eine Professur für Statik und Dynamik der Tragstrukturen an der Uni Leipzig als auch den Ruf auf eine Professur für Baustatik an der ETH Zürich ab. Vielen Dank auch Ihnen dafür. Professor Gebeken engagierte sich immer besonders für seine Hochschule und seine Forschung. Lassen Sie mich kurz ein paar Stationen nennen. Von 2001 bis 2002 war er als Dekan der Fakultät, damals noch Bauingenieur- und Vermessungswesen, Mitglied der EHL, gehörte von 2003 bis 2004 als Vizepräsident der Hochschulleitung der Universität der Bundeswehr München an. Auf seine Initiative hin wurde bereits 1996 die Hochbegabtenauswahl für alle Fakultäten eingeführt, 2004 der Förderverein Konstruktiver Ingenieurbau an der Uni BW ins Leben gerufen und 2011 das bereits erwähnte Forschungszentrum RISC gegründet. Das Forschungszentrum RISC, Akronym für Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt, an dem zu Risikoszenarien geforscht wird, widmet sich unter anderem der Sicherheit urbaner und kritischer Infrastrukturen. Und zwar in technischer, politischer und sozialer Hinsicht und es bestrebt, Forschungsergebnisse aus den Ingenieur- und Sozialwissenschaften miteinander zu vereinen. Und bis heute hat Professor Gebeken das Amt des Sprechers inne. Er ist auch, das darf ich vielleicht kurz erwähnen, im wissenschaftlichen Beirat des DETEC-Projekts RISC-TWIN, das sich mit digitalen Zwillingen beschäftigt, von kritischer Infrastruktur. Also es ist eine gute Nachbarschaft. Mit seiner Forschung beschäftigt sich Professor Gebeken insbesondere mit der Sicherheit baulicher Infrastruktur vor außergewöhnlichen Einwirkungen wie Naturgefahren, technischen, terroristischen Anschlägen. Die Bandbreite der Forschung reicht von der Entwicklung, Untersuchung neuer Materialien über explosionssichere Scheiben und Fassaden bis hin zu sicheren Gebäuden und baulichen Infrastrukturen. Seit 2011 arbeitet seine Forschergruppe BauProtect verstärkt an ganzheitlichen Konzepten für sichere urbane Räume. Hierzu gehört die Untersuchung und Implementierung von intelligenter Stadtmöblierung und intelligenter Landschaftsgestaltung. Zum Beispiel mit Hilfe von Explosionsschutzpflanzen. Also die Pflanzen schützen es nicht vor Explosionen, sondern vor den Auswirkungen der Explosion, aber trotzdem ein ganz intelligentes Konzept. Risikoforschung, Risikomanagement, weitere Forschungsgebiete, Kollegen Gebeken. Er ist Wissenschaftler mit Leib und Seele, genießt als Präsident der Bayerischen Ingenieurkammer Bau einen hervorragenden Ruf und wird zudem gerne als Sachverständiger zu Rate gezogen. Aber auch in Medien ist er ein beliebter Gesprächspartner als Sicherheitsexperte, Experte für Katastrophenschutz, Experte für sicheres Bauen, auch im Hinblick auf Erdbeben und Wetterextreme, die als Folge des Klimawandels begünstigt auftreten und immer wieder Schäden in Millionenhöhe verursachen. Professor Gebeken kommt bei Themen wie »So schützen Sie Ihr Haus bei Starkregen, bei Sturm, bei Schnee und Frost« zu Wort und bringt sich in seiner Forschung in Gesellschaft und Politik ein. Denn zu den Naturkatastrophen kommen Sabotage und Gefahren, die mit dem Ende des Kalten Krieges als überwunden galten und mit dem russischen Angriffskrieg plötzlich wieder relevant sind. Professor Gebeken mahnt und fordert unter anderem mit seinen zahlreichen Risikostudien schon seit Jahrzehnten höchste Priorität einzuräumen. Dem Schutz kritischer Infrastrukturen und dazu gehören eben Energieversorgung, Trinkwasserversorgung, medizinische Versorgung, Verkehrsnetze. Im Feuilleton oder bayerischen Fernsehen wird er gerne zu den Gefahren und Risiken für die kritische Infrastruktur befragt oder als Experte für erdbebensicheres Bauen bemüht. Komplexe Zusammenhänge erklärt Professor Gebeken dabei fachlich fundiert, auf höchstem Niveau, dennoch allgemein verständlich. Und so vermag er sowohl die Leserinnen und Leser der Fachzeitschriften als auch der Zeit- oder Tagesschau-Liebhaber zu erreichen. Und ergänzend noch der Hinweis, auch in Sachen Amtshilfe kommt die Universität der Bundeswehr München mit Professor Gebeken ins Spiel. Die Bundesregierung wird beim baulichen Schutz der Bundesliegenschaften im In- und Ausland begleitet und beraten, ganz aktuell zur gesamten neuen Sicherheitsplanung des Regierungsviertels in Berlin und beim Dachgesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Lieber Herr Gebeken, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum Rode-Preis für die MINT-Fächer. Sie müssen ihn abholen.
Liebe Frau Kern, als Sie mich anriefen, war ich tatsächlich überrascht. Und ich kann all das, was Kollege Masala gesagt hat, nur unterstützen. Auch ich bin hier noch hier. Ich habe zwei Rufe abgelehnt. Die Ablehnung des Rufes zur ETH Zürich war schon etwas schwierig. Aber die Universität bietet Randbedingungen, wie Carlo Masala sie genannt hat, die einfach einzigartig sind, die das Lehren ins Zentrum stellen und deswegen zu einer großen Freude sind. Und deswegen bin ich immer noch gerne da. Ich muss aber auch Dank sagen. Zunächst mal meiner Familie. Ich bin seit 51 Jahren mit einer naturwissenschaftlich geprägten Vollblutpädagogin liiert, was für mich von großem Vorteil ist. Ich möchte mich natürlich bedanken bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Institut, in der Forschungsgruppe und natürlich auch bei denjenigen, die uns unterstützen. Das sind Frau Achner, Frau Bergel am Institut, ohne die gar nichts ginge, die aber viel zu wenig genannt werden. Ich möchte mich bedanken bei meiner Fakultät. Die Fakultät Bau ist eine außerordentlich kollegiale Fakultät und ich fühlte mich da immer aufgehoben. Es hat immer Spaß gemacht mit euch und wir haben die Dinge immer, deswegen sind wir konstruktive Ingenieure, Probleme konstruktiv gelöst. Ich möchte mich auch bedanken bei den zentralen Einrichtungen der Universität. Insbesondere in meinem Fall beim Sportinstitut, beim Sportzentrum, beim Sportförderverein, die seit 1995 sozusagen meine sportliche Heimat gebildet haben. Aber ich möchte mich auch bedanken bei der zentralen Verwaltung. Herr Lerch ist hier herab. Ihnen beiden und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss ich ganz, ganz herzlich danken dafür, dass Sie mich dermaßen unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich erinnere mich daran, bei einem unlängst Gespräch bei Ihnen herab sagte jemand, man hätte den Eindruck, bei mir liefe nichts normal. Und das habe ich als Anerkennung empfunden, denn wenn an einer Universität alles normal liefe, dann läuft etwas falsch. Die Hochschulleitung, die mich immer hat machen lassen, seit 2004, Frau Niehus, haben Sie mich immer unterstützt in all den Dingen, die neu waren, die einzigartig waren. Und dafür habe ich wirklich zu danken für diese im Grunde zwei Jahrzehnte, die wir gemeinsam gearbeitet haben. Und natürlich Frau Kern, Sie als Kollegin auch im Forschungszentrum und dann als Vizepräsidentin für Forschung und jetzt weiterhin. Ich möchte mich auch dafür bedanken, Frau Niehus, dass Sie mir die Freiheit eingeräumt haben, Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer zu werden und damit sozusagen oberster Bauingenieur in Bayern. Wir haben, Herr Blume, das Ziel der Staatsregierung der Klimaneutralität 2040 zum Anlass genommen, 2021 die gesamte bayerische Bauwirtschaft zu vereinen und Ziele für die Staatsregierung zu erarbeiten, um das Klimaziel der Klimaneutralität 2040 zu erreichen unter dem Label Sustainable Bavaria. Und jetzt haben wir schon von verschiedener Stelle gehört, dass wir schneller werden müssen. Wir haben die Beschleunigung gehört. Und ich hoffe, dass die neue Staatsregierung dieses Ziel anpackt und mit jemandem, der in der Hochgeschwindigkeitsdynamik professionell unterwegs ist, vielleicht zusammenarbeitet. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle. Und weil diese Auszeichnung getragen ist
von diesen vielen Menschen in dieser wunderbaren Universität möchte ich einen Teil dieses Preises an die Universität zurückgeben. Und ich würde mich freuen, von Münch, wenn Sie in Ihrer Funktion und Frau Kern, wenn wir Projekte identifizieren können im Bereich der Umwelt oder in der Förderung von jungen Leuten, dass wir dieses umsetzen können, das wäre mir eine riesige Freude. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich weiter Teil dieser Universität sein darf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es ist mir eine Freude und Ehre, im Rahmen des heutigen Festaktes Herrn Dr. Pachter Reihhofen, dem langjährigen Vorsitzenden des Universitäts- und Verwaltungsrates unserer Universität, die Ehrenbürgerwürde und die große Universitätsmedaille verleihen zu dürfen. Der Universitäts- und Verwaltungsrat nimmt in der akademischen Selbstverwaltung eine herausgehobene Stellung ein und spielt eine wichtige Rolle bei der strategischen Hochschulentwicklung. Eine offene und kritisch-konstruktive Zusammenarbeit desselben mit der Universitätsleitung ist damit von großer Bedeutung. Und genau dafür, sehr geehrter, lieber Herr Dr. Pachter Reihhofen, darf ich Ihnen heute im Namen unserer Universität danken. Sie haben über zwei Amtszeiten von 2014 bis 2022 bei uns gewirkt und von Beginn an einen intensiven Austausch und ein vertrauensvolles Miteinander mit meiner Vorgängerin im Amt, Frau Professor Nihus, und dem gesamten Leitungsgremium gepflegt. Als Senatsvorsitzende und auch als Vizepräsidentin Forschung durfte ich das auch selbst miterleben. Die Ehrenbürgerwürde wird nur sehr selten an ausgesuchte Persönlichkeiten verliehen, die sich in ganz besonderer Weise für unsere Universität engagiert und durch dieses Engagement viel bewirkt haben. Sie, Herr Dr. Pachter Reihhofen, haben in dieser Reihe die Ordnungsnummer 007. Und die spricht für sich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir nun, Ihnen Herrn Dr. Pachter Reihhofen und seinen Werdegang näher zu bringen. Und bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich nicht auf alle Stationen und Detail eingehen kann. Zunächst einmal, und deshalb ist vielleicht die österreichische Generalkonsulin hier, freut es mich sehr, dass ich heute einen Landsmann ehren darf. Herr Dr. Pachter Reihhofen wurde zwar in München geboren, ist aber in Wien aufgewachsen und österreichischer Staatsbürger. Und Sie haben sich mal in irgendeinem Zeitungsinterview als süddeutschen Österreicher bezeichnet. Seine Vita ist beeindruckend. Nach dem Studium des Maschinenbaus an der Technischen Universität Wien war er eben dort Universitätsassistent am Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Kfz-Bau tätig und wurde 1985 zum Doktor der Technischen Wissenschaften, also übersetzt zum Dr. Ing., promoviert. 1986 trat er in die MAN-Gruppe ein, wo er an unterschiedlichen Standorten in verschiedenen Positionen tätig war. So fungierte er unter anderem als technischer Direktor und Mitglied des Vorstandes bei der heutigen MAN Türkei. Bei der MAN Truck und Bus AG war er zunächst Leiter der Motorenentwicklung am Standort Nürnberg und verantwortete danach als Mitglied des Vorstands die Ressorts Forschung und Entwicklung. In den Jahren ab 2006 war Herr Dr. Pachter Reihhofen Vorstandsvorsitzender von MAN Diesel und Turbo, Sprecher des Vorstandes der MAN SE und der MAN Truck und Bus AG. Ab 2012 koordinierte er als Mitglied der Volkswagen-Konzernleitung das Industriegeschäft mit Motoren, Spezialgetrieben und Turbomaschinen in der Volkswagen-Gruppe. Im Jahr 2015 endete seine Amtszeit als Sprecher des Vorstands der MAN SE und bis 2018 blieb er dem MAN-Konzern in beratender Funktion verbunden. Für seine, ich zitiere, hervorragenden Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk wurde ihm vom bayerischen Ministerpräsidenten im Jahr 2014
der Bayerische Verdienstorden verliehen. Herr Dr. Pachter Reihofen passte nicht nur aufgrund seines fachlichen und beruflichen Hintergrunds gut zu unserer doch etwas, und das haben wir heute schon vielfach gehört, besonderen Universität. Er wies auch eine gewisse Nähe zum, wie wir in Österreich sagen, Militär auf. Und diese ließ sich nicht nur auf seinen Schwiegervater zurückführen, der österreichische Verteidigungsminister war. Auch Herr Dr. Pachter Reihofen selbst war beim Bundesheer und hat aufgrund seiner sportlichen Erfolge im Degenfechten 1973-74 den Wehrdienst bei der Heeressport- und Nahkampfschule in Wien absolviert. Aufgrund der hervorragenden Trainingsbedingungen gewann er die österreichischen Juniorenmeisterschaften 75 und war bis 1983 Mitglied der österreichischen Degen-Nationalmannschaft und nahm sogar an 3 Weltmeisterschaften und 2 Universiaden teil. Sie sehen, aus militärischer Sicht führte der Weg von Herrn Dr. Pachter Reihofen also direkt von der Heeressport- und Nahkampfschule zur Universität der Bundeswehr in München. Denn Degen hat er bei uns zwar nie eingesetzt, ich bin mir aber sicher, dass der Leistungssport ihn Fähigkeiten gelehrt hat, die ihm im Berufsleben und vielleicht auch im Universitäts- und Verwaltungsrat zugute kamen. Lieber Herr Dr. Pachter Reihofen, lassen Sie mich nun zur Würdigung Ihrer Verdienste um unsere Universität kommen. Ich bringe es gleich am Anfang auf den Punkt, Sie haben sich in allen hochschulstrategischen Fragen immer mit großem Engagement für die Uni BWM eingesetzt und unsere Interessen vertreten. Gemeinsam mit meiner Amtsvorgängerin Professor Merit Niehus haben Sie entscheidende Weichen gestellt und auch nicht immer einfache Veränderungsprozesse souverän begleitet. Auf Basis Ihrer fachlichen Expertise und Ihrer umfassenden Führungserfahrung aus der Industrie haben Sie uns immer hervorragend beraten und Ihr vielseitiges Wissen in die universitären Prozesse eingebracht. Kurzum, Sie haben maßgeblich zur Weiterentwicklung unserer Universität beigetragen und damit auch einen Teil dieser heute schon erwähnten Jahrzehnte mitgeprägt. Während Ihrer beiden Amtszeiten fielen wegweisende Beschlüsse zur Einführung neuer, attraktiver Studiengänge wie der Masterstudiengänge Psychologie, MIS, Master of Intelligence and Security Studies, Cybersicherheit und des Bachelorstudiengangs Aeronautical Engineering. Zudem stellten Sie die Weichen für die Bachelor- und Masterstudiengänge Human Resources Management, Kulturwissenschaften, Verwaltungsinformatik für Angehörige des Bundesministeriums der Finanzen sowie den Bachelorstudiengang Digitale Verwaltung für zivile Angehörige des BMVG. Während Ihrer 8 Jahre im Amt haben Sie die Wahl bzw. Wiederwahl zahlreicher Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten begleitet. Zudem haben Sie nicht nur die Wiederbestellung von Frau Professor Niehus für Ihre 3. und letzte Amtszeit durchgeführt, sondern auch die Präsidentschaftswahl zur Nachfolge im letzten Jahr vorbereitet und geleitet. Wer Universität und universitäre Entscheidungsprozesse kennt, weiß, wie herausfordernd diese sein können und wie viele unterschiedliche, zum Teil auch konfliktäre Perspektiven dabei zu berücksichtigen sind. Ihnen, Herr Dr. Pachter Reihofen, ist es immer gelungen, auch zuweilen etwas hitzigere Diskussionen ruhig und sachlich in geordnete Bahnen zu lenken, konsensuale Lösungen zu entwickeln und so zu einem für die Universität guten Ergebnis zu kommen. Das ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass Ihr Umgang von Wertschätzung geprägt war und Sie allen, die etwas zu sagen hatten, auch ein guter Zuhörer waren. Und dies ist, wie Sie zu sagen pflegen, auch darauf zurückführen, dass Sie daheim von 4 Damen, Ihrer Ehefrau und 3 Töchtern, eine darf ich heute hier ganz herzlich begrüßen, umgeben sind. Besonders am Herzen lagen Ihnen unsere Studierenden, mit deren Vertreterinnen und Vertreter Sie regelmäßig Gespräche führten und sich mit Nachdruck für deren Belange, Sorgen und Nöte einsetzten. Vielen Dank dafür. Nicht alles konnte in der Kürze der Zeit gesagt werden, aber alles, was ich gesagt habe, spricht für sich. Angesichts Ihrer beeindruckenden Verdienste um unsere Universität freut es mich außerordentlich, lieber Herr Dr. Pachter Reihofen, dass unsere Ehrungskommission Ihnen die Ehrenbürgerwürde der Universität
der Bundeswehr München zugesprochen hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für alles, was Sie für unsere Universität getan haben. Ich hoffe sehr, dass Sie uns auch weiterhin verbunden und auch gewogen bleiben und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles nur erdenklich Gute. Und jetzt darf ich Sie bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen. Und jetzt kommt die Universitätsmedaille. Ich musste mir jetzt einen kleinen Trick einfallen lassen. Das ist eine Nymphenburger Porzellanmedaille, die in einem ganz netten Kastel ist, die man aber unbedingt unmöglich auspacken kann. Und besonders schön ist das Kastel auch nicht. Und damit Sie jetzt alle sehen, was Herr Dr. Pachter Reihofen kriegt, haben wir eine als Ansichtsexemplar für das Foto da hineingepickt und die und die Show-Medaille wird Ihnen jetzt wieder weggenommen und jetzt kriegen Sie die ordentliche. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Staatsminister, liebe Frau Kern, zunächst mal vielen herzlichen Dank für diese so persönliche und wohlwollende Laudatio. Vielen Dank dafür. Ja, diese heutige Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Universität der Bundeswehr München ist für mich als Österreicher, Sie haben es schon erwähnt, eine ganz besondere Ehre. Und ich würde mich glücklich schätzen, hätte mein Heimatland neben einer anerkannten Militärakademie, die ist ja in Wiener Neustadt, auch eine Bundeswehr-Universität zu bieten. Denn es muss das Ziel dieses vereinten Europas sein, für die Verteidigung seiner westlichen Demokratien und Werte und der Sicherheit seiner Bürger hochmotivierte, leistungswillige und leistungsfähige und damit zwingend auch akademisch ausgebildete Offizierinnen und Offiziere für den anspruchsvollen Dienst in den heutigen Streitkräften bereitzustellen. Doch wie kann das angesichts immer längerer Ausbildungszeiten, steigender Wohnungskosten und stetig sinkender Studierendenzahlen in den so wichtigen MINT-Fächern gelingen? Das Modell der Universität der Bundeswehr München kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Sie befindet sich in einer der innovativsten und bedeutendsten Wissenschafts- und Wirtschaftsregionen Europas und im Umfeld exzellenter Universitäten hier in Bayern. Da bin ich also ganz bei Ihnen, Herr Minister. Sie bietet den über 350 Studierenden einen Campus mit Wohnungen, Sportanlagen, Kantine, Kindergarten, Kinderkrippe. Wir haben das alles eindrucksvoll im Film gesehen. Ein straff organisiertes Studium, einschließlich internationalem Austausch, eine parallele militärische Ausbildung für Führungsaufgaben und spätere Weiterentwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ganz besonderer Wert, und das habe ich persönlich wahrgenommen und außerordentlich geschätzt, wird an dieser Universität auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie einen wertschätzenden Umgang mit Vielfalt, Chancengleichheit und Diversität gelegt. Ich glaube, unsere ehemalige Präsidentin, Frau Fisanius, steht sehr stark für die Förderung dieser Vielfalt, muss man wirklich sagen. Und Sie natürlich heute auch. Ja, und so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ich habe mich in meiner gesamten achtjährigen Amtszeit als Vorsitzender des Universitäts- und Verwaltungsrats auf jede Sitzung und jede Diskussion in diesem exzellenten Umfeld wirklich gefreut. Unabhängig davon, ob es sich um Studierende, Professoren oder nichtwissenschaftliche Teilnehmer gehandelt hat. Es war immer eine sachliche, akademisch fundierte und extrem konstruktive Diskussionskultur vorhanden, fokussiert auf das Ziel, eine pragmatische Lösung zu finden. Das galt auch für die Gespräche mit den stets konstruktiv und sachlich argumentierenden Studierendenvertretern, die ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Disziplin und Respekt gezeigt und argumentativ eingebracht haben.
Ich freue mich und ich kann Sie nur beglückwünschen, dass diese Studierenden in weiterer Folge Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen werden. Das Modell einer Bundeswehruniversität ist ein großer Gewinn für die Bundeswehr und für die zivile Gesellschaft. Und ich bin sehr stolz, zukünftig ein Ehrenbürger dieser Universität in München sein zu dürfen. Vielen Dank für diese Auszeichnung. So, meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen versprochen, wenn Sie mich wieder sehen, sind wir so gut wie am Ende. Ich gratuliere den Preisträgern noch mal ganz herzlich, gratuliere dem Geehrten ganz herzlich, bedanke mich auch für Ihre sehr wohlwollenden und wertschätzenden Worte zum Geburtstag unserer Universität, der ich hiermit auch stellvertretend für uns alle ganz herzlich gratuliere und natürlich auch allen Absolventinnen und Absolventen. Ich bedanke mich im Namen der Präsidentin bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, und natürlich bei all denjenigen, die diese Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht haben durch ihre Organisation. Und so schön wie es war, hier hereinzukommen, wird sich der eine oder die andere auch freuen, wenn Sie jetzt endlich mal wieder gehen dürfen. Wir laden Sie, die Präsidentin lädt Sie ganz herzlich zum Empfang ein. Dieser findet statt im Max-Josef-Saal der Residenz. Da gibt es die Möglichkeit, dass Sie über diese Wendeltreppen hinten zwei Stockwerke nach oben gehen. Wenn Sie lieber mit dem Aufzug fahren, sollten Sie bitte hier über die Bühne dann zum Aufzug kommen. Ich darf all diejenigen, die gesprochen haben und die Geehrten nach oben bitten für ein Abschlussfoto und ich bedanke mich jetzt noch bei denjenigen, die uns hinaus singen und hinaus musizieren. Die einen kommen nach oben, die anderen gehen bitte zum Empfang und wer früher gehen muss, das tut uns leid. Die Garderobe finden Sie hier, diejenigen, die jetzt gehen müssen. Für den Rest vermutlich bei diesen Temperaturen nicht allzu viel Garderobe, die wird hinübergebracht, wie alles bestens organisiert. Am Deutschlandtempo arbeiten wir noch mit Blick auf diese Veranstaltung, ansonsten wissen wir ja, wo es hingeht. Ich bedanke mich. Sie dürfen aber auch noch der Musik zuhören. Wir überlassen es Ihnen. Aber ich muss jetzt nicht in die Mitte. They said that ice cold Michelle Pfeiffer, that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the firemen. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, I'm a bad bop. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Cause Uptown Funk gonna give it to ya. Saturday night and we're in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Mississippi. We show up, we gon' show up, smoother than a fresh job skippy.
I'm too high. Hot damn. Call the police and I'm fighting, man. I'm too high. Hot damn. Make me wanna retire, man. I'm too high. Hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too high. Hot damn. In my bad, bad, bad time. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause I don't fuck, don't give it to ya. Cause I don't fuck, don't give it to ya. Cause I don't fuck, don't give it to ya. Suddenly night when you're in the spot. Don't believe me, just watch, come on! Just watch.